Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einer neuen Runde Age of Sigmar. Und heute spielen wir Stormcast Eternals gegen Nurgle. Ja, wir spielen heute auf unserem neuen Kanal. Heute die erste Runde AOS zu zweit. Ich hab richtig Bock. Ich auch, wir haben schon lange nicht mehr gespielt. Richtig, Manu. Das stimmt schon. Und deswegen machen wir auch erstmal wieder, um den Einstieg in den neuen, in die neue Rubrik von AOS bei Mini Paradise ein kleines Ründchen. Spielen deswegen auch mal, der Manu darf heute seine Hauptfraktion spielen, Stormcast. Ja. Freut ihn natürlich sehr und ich spiele auch eigentlich auch meine Hauptfraktion, deswegen Nurgle. Und wir spielen mal ein lockeres Szenario aus dem General's Handbook und spielen beide 1500 Punkte. Ein schnelles Röntchen wollen wir immer machen. Und hoffentlich spannendes Röntchen. Ja, das sowieso. Und das wenn du mir schon eine Chance gibst. Und ich nicht nach der dritten Runde getaggt bin. Willkommen zu den Armee-Vorstellungen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Game. Und wie gesagt, falls euch irgendwas auffällt, Regelfehler oder taktische Diskussionen, die ihr gerne mit uns führen, was hätte man besser machen können, verändern können, dann lasst uns einfach wissen, kommt mit uns in Kontakt, schreibt uns. Wir haben Bock. Wir haben mega Bock. Schreibt uns egal, ohne Kommentar, Facebook, wo auch immer ihr wollt. Wir wollen sehr gerne mit euch in Kontakt treten, um eben das wunderbare Hobby, gerade bei AOS, auch immer zu verfeinern und mit neuen Inhalten zu füllen. Also, los geht's. Viel Spaß! Armeevorstellung der Stormcast Eternals. Manuel, was hast du mitgebracht? Ja, 1500 Punkte Stormcast Eternals. Da haben wir hier 5 Liberators mit Schild und Schwert und ein Zweihandschwert. Dann haben wir hier hinten 5 Retributors, eine Star Soul Mace. Dann haben wir hier den Lord Castelland. Zusätzlich dazu haben wir den Greifhound. Dann haben wir den ersten namhaften Charakter von meiner Fluff-Armee, den Gabriel Sawhurt. Hier hinten haben wir 5 Judicators als zweite Battleline. Hier ist die dritte Battleline und zwar 10 Sequitors mit 5 Großstreitkolben. Hier ist mein General. Das ist der Lord Arcanum of Grifecharger. Der hat die gottgeschmiedete Klinge und die Generalseigenschaft, wir dürfen nicht versagen. Und der zweite namhafte Charakter, mein erstes Modell, was ich bemalt habe, das kannst du mal genauer angucken. Richtig schön noch, ne? Das ist erstes bemalte Modell. Ja, mein erstes bemaltes Modell. Wollte ich heute mal spielen. Erste Video, Age of Sigmar, also auch das erste bemalte Modell, Vandus Hammerhand. Super, Manuel. Manuel mit seiner 1500 Punkte Fluff Stormhost Armee. Armeevorstellung Marathon of Nurgle. Marcel, was hast du denn heute Schönes dabei? Ja, ich habe auch 1500 Punkte mitgemacht, damit das Spiel fair ist. Zu meiner Battleline zählen ja Puskoi Blightlord 2 Stück, nochmal ein zweier Top Puskoi Blightlords und nochmal 5 Blightkings. Die sind Battleline, weil mein Lord of Affliction ist mein General. Der hat als Eigenschaft Väterchen Segen und als Item den Balkstab. Dann habe ich noch dazu einen Harbringer of Decay, einen normalen Nurgle Sorcerer, oder ich glaube, der ist nur Sorcerer, und Blow Up Rob Speed. Oh. Rob Speed. Speed? Speed? Speed, glaube ich. Keine Ahnung. Der hat noch zusätzlich, der Sorcerer, den Zauber Seuchenschauer am Start und Blow Up hat am Start die herrlichen Pestbeulen. Hoffen wir mal, hier hinten haben wir schon mal 4 Bäumchen aufgestellt. Ich starte natürlich nur mit einem, aber um das Szenerie ein bisschen hübsch zu gestalten, was hier ganz viele Nörgelwälder am Start sind, habe ich mal aufgebaut. Oder darf ich gleich alle 4 aufstellen? Na klar, alles heute klar. Ist alles möglich. Gut, das war's. Gut, dann fangen wir mal an. Es geht los! Wir spielen das Spiel aus dem General's Handbook mit den 4 Objekten. Das sind diese kleinen weißen Würfel hier. Wenn man sein eigenes kontrolliert, gibt das einen Punkt. Es gibt 4 Punkte, wenn man das Feindliche kontrolliert, also aus meiner Perspektive jetzt. Und wir haben die seitlichen, die geben, wenn man sie kontrolliert, jeweils 2 Punkte. Kontrollieren tut man, wenn man mehr Lebenspunkte innerhalb von 3 Zoll um das Objekt hat. Und bevor es losgeht, müssen wir noch ermitteln, was der Circle of Corruption für... Ich dachte, wir spielen heute hier um das Land da. Ui, da hängt die Feuersturmkampagne. Ne, das ist ja was anderes an meinem Mann. Das war anders auf einmal. Der Zirkel, warte mal, das muss ich auch, glaube ich, vorher machen. Ja, machen wir den Zirkel. Der Zirkel steht auf der Nummer 4. Und was ist das? Checken wir gleich ab. Und dann geht's los in den Indie-Wurf. Du kriegst plus 1? Ich krieg plus 1, weil ich zuerst mal aufstellen fertig war. 3 zu 2. Gleichstand. Du, oder? Nee, Wiederholung. Okay. Oh, ich gar nicht bei... gibt's nicht mehr jetzt halt. Aber was ist denn bei Gleichstand sonst? Ich baue mal ein bisschen Druck auf. 4, 5. 6 hast du sogar. 6 habe ich. Alles klar. Hero Face, Stormcast, die Eternals, Manuel. Was ist los? Der Lord Castellan macht das Heilige
heilige Licht auf meinen General, den Lord Okano. Da macht er den assyritischen Schein, und zwar auf die Zauberwert 5. Ich habe eine 10. Ui, ich versuche zu bannen mit dem, ist das wichtig, wer bannt? Nee. Gut, ich bann mit dem Sorcerer. 7. Nope, ist durch. Somit ist jetzt, wenn du einen Safe von 6 kriegst, du eine tödliche. Safe von 6 kriege ich eine tödliche. Ja. Ja. Das können wir noch nicht machen. Und dann war es das schon in der Heldenphase. Die Jungs hier drüben sind die, die im Himmel stehen. Ach ja, das wollten wir auch noch sagen. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, warum hier so wenig stehen. Genau, Manuel hat nämlich seine, wie nennt man das in dem... Oh, im Mortuarium sind die einfach, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Alles klar. Und dann kommen wir zur Bewegungsphase. Ja, vorher sage ich noch ganz kurz was. Meine sind auch positioniert, hier vorne, also von links nach rechts. Und wichtig ist nur, wir hatten in der Aufstellung vergessen zu erwähnen, dass der Lord of Plague, der stand versteckt hinterm Haus, hatten wir vergessen vorzuzeigen. Der ist natürlich auch mit an Bord, falls diejenigen Mathematiker oder euch die schon alle Punkte zusammengezählt haben. Ne, genau. Deswegen, der Mann ist schon fleißig dabei in seiner Bewegungsphase. Und die Drops von den Stormcast, die er droppen lassen kann, kommen auch erst am Ende der Bewegungsphase. Die Bewegungsphase vorüber, der Drop vom Manu Stormcast ist hier runtergekommen. Sind alle in 9 Zoll hier vorne in Abstand und alle in der 12 Zoll Bubble von dem namhaften Gabriel Sorhold. Jawohl. Und hier drüben, Manuel, hat sich dein General bewegt. Jupp, die sind gerannt. Der Greyhound ist gerannt, die haben sich positioniert zum Schießen und er hat das sich positioniert, damit er meinen Punkt einnimmt. Er ist durch die Efferwinde gereitet, somit dass ich den Punkt auch noch einnehme. Könnt ihr mal kurz loben, unser hübsches Würfelschälchen. Also erklär doch mal kurz, was unsere schöne Schatulle hier macht. Achso, ja, wir haben eine kleine Schatulle, die wir nutzen. Und zwar ist das eine unserer Hausregeln jetzt hier bei Mini Paradise. Sobald jemand nämlich einen Würfel auf den Boden fallen lässt, egal wie viele Würfel fallen lassen werden bei einem... einmal hinfallen, muss man 50 Cent in diese tolle kleine Schatzkiste schmeißen, einfach um die Leute ein bisschen zu ärgern, wenn sie hier manuell mit den Würfeln als um sich schmeißen. Wie wir sehen hier, da ist schon, was drin. Da wurde schon geplündert. Als wir mal ein kleines Punktespiel, 5er-Punktespiel Spaß gemacht haben, haben wir schon 6 Würfel auf den Boden geschmissen. Gut, okay, dann gehen wir direkt weiter von dem Quatsch nebenbei gelaber auf die Schussphase. Richtig. Wer schießt, Manuel? Die Judicator schießen auf deinen Blob. Jawohl. Der Champ trifft auf die 2. 6. Und die anderen 4 auf die 3. 3. Nicht. Der macht 4 Verwundungswürfe. Und die auf die 3. 3 Stück. 3 Stück. Grant? Minus 1. Minus 1, das heißt 5er Safe-Wurf. Da hat es keiner geschafft, dann verliert er 3 Leben und hat nur noch 9. Genau, dann macht Wandus Hammerhand seinen Sturmblitz oder seinen Sturmmodem. Den Punkt setzen wir genau auf den Sorcerer, sodass 2 Zoll die Blight Kings, der Affliction und der Block drin ist. Jawohl. Und der selber. Und zwar auf den Sorcerer auf die 4 Plus, ich würfel mal hier. Mhm. Auf den Sorcerer auf die 4 Plus, der wird getroffen. Und macht 3 tödliche. Jawohl. Der nächste. Dann Block. Ja. Jo. Yep. Eine. Geht der runter auf 8. Dann die Black Kicks. Nein. Und der Lord of Fiction. Jo. Yep. 3. Da hast du noch einen Retter. 3 Retter auf die 5. Einen geschafft, 2 nicht. Gefällt dir auch 2 Leben. Und der Sorcerer ebenfalls auch 3. Okay, das war die Fernkampfphase und wir beginnen zu chargen. Ja, da setze ich meinen Befehlspunkt ein und zwar Gabriel macht den Punkt, dass er vollständig innerhalb von 12 Zoll alle plus 2 auf den Charge bekommt. Alles klar. Wer chargt zuerst? Ich kann auch rerollen, wenn ich gerade einen habe. Du kannst doch mal rerollen einmal. Wer soll chargen? Die Sigurdus. Jawohl. 5. Reicht nicht? Nein. Oh. Willst du rerollen? Ui, da ist gerade die Hölle los in dem Töpfchen. Gucken wir uns mal das schöne Stormcast-Banner. Das haben wir extra heute aufgehangen, weil Manuel auf dieser Seite des Tisches fehlte. Komm. Reroll. Natürlich. Jawohl. No risk, no fun, oder? 2 Comment Points ausgegeben innerhalb von 30 Sekunden. Reroll. Ja. 10 sind drinne. 13.
13, genau. Und die... Wollen wir erstmal stellen? Oder? Ja, müssen wir. Die sind reingecharged. Manu hat die noch ein bisschen in der Kette ein bisschen hinten stehen lassen, damit sie den Punkt einnehmen können. Dann kommen wir zum nächsten Charge, Manu. Jetzt gibt es keine Rewards mehr. Wer charged? Die Petris. Okay. Mit einer 11. 11 plus 3 sind 14. Bist du damit auch im Game. Oh. 14 ist auch nett. Wir stellen. Wandos Hammerhand probiert noch zu chargen. Auf jetzt. Nein. Nope. Der schafft es nicht. Okay. Dann hast du immerhin zwei großartige Charges. Und weil die jetzt gecharged sind und den Command Point bekommen haben, bekommen die beide jeweils die Gegner minus 1 auf den Hit. Genau, das ist die Kampfeigenschaft. Schocken und Chargen gibt in der Runde minus 1 Hit. Alles klar. Dann ist die Charge Phase vorüber und wir kommen in die Combat Phase. Wir haben nur, falls euch aufgefallen ist, mal kurz die Ziele umgetauscht, die Würfel, weil das blöd war, ist mit dem Stellen immer. Deswegen haben wir hier so schwarze Bases und hier hinten für die wichtigsten Ziele so Totenkopf hingelegt. Okay. Manuel in seiner ersten Combat Phase bei Mini Paradise und Age of Sigma und seine geliebten Stormcast schlagen zu. Bau da nicht so viel Druck ein. Die Retributors wurden ausgewählt und die machen die Safe Rolls. Genau. Okay, die Safe Haltung. Dürfen Safe Rolls wiederholen, ne? Ja. Okay, dann fangen wir an. Richtig. Drei der Retributors schlagen auf Rob. Erstmal zwei, Rob, weil da ist ja eine Spezialwaffe dabei. Warum den Namen richtig aus? Rob Spawned. Blob. Ich liebe die Namensbezeichnung von. Und die beiden hier attackieren die Blight Kings. Richtig. Mit wem fangen wir an, Manuel? Mit den zwei normalen. Auf die Blight Kings? Jo, 6er Reroll, 3 plus. Oh. Oh, brauchen gar keinen 6er. 3 plus, hör auf. Eine. Red minus 1. 5. Nein, viel Schaden? 2. 2 Schaden. Dann hat der Chef von den Blight Kings. Nee, das war auf ihn. Ach, das war auf ihn. Naja. 6. 2 Schaden. Jo, und die Spezialwaffe? Mhm. D3 tödliche. D3. 3. Geht haben ja. Sie noch, soll ich kurz erklären, die neue Spezialwaffe? Weil das haben Sie ja mit AS 2.0. Die ist umgeändert, bei 1 passiert gar nichts mehr, von der 2 bis 5 macht es D3 tödliche und wenn er eine 6 würfelt, D3 plus 1. Richtig. Und die 2 auf die Blight Kings. Jawohl. Und zwar auf die 3. 6er Reroll. Beide. Ui. Wir haben 4 tödliche Reroll. Echt? Ja. 3 Stück. Und auf die 3. 2. 2 Stück. Red Mirror 1, wieder auf die 5. Keiner. Das wären 4 Schaden. Dann ist der... Ein Blight King tot. Jo. Und einer der Chefe, der hier hinten, der hier mittendrin steht, geht runter auf 3 Leben. Der hat eigentlich 4 und geht runter auf 3. Das war's? Manuel? Der hat noch 4 Leben, Rote. Und der Chef hat 5? Ja, Mann. Echt? Ach, das hat. Blight King ist schon lange nicht mehr gespielt? In der Tat. Der Chef hat 5 Leben. Dann bleibt's beim Chefe. Und der Chef geht runter auf 1. Lass mir das lieber so. Ja, das wäre auch clever. Ich schon mal, was da. Die Attackensequenz endet hier und. Es geht los. Ich wähle die Puskoi Blight Lords aus und attackiere die Sequiturs. Yes. Sequiturs. Sequiturs, das heißt Sequiturs, minus 1 auf den Hit. Richtig. Das heißt, sie treffen nur auf die 4 und können jetzt nicht wie die 6 mit ihren Blight Weapons die 6 Attacken generieren. Das heißt, auch geht auch die 4. Ist doch trotzdem mal gut. Ist okay. Und von unten auch auf noch die 3. 3 Stück. Nee, hör auf. Red. 0. 4 plus. Also 3 durch. Stopp, ich hab einen Reroll. Reroll mal. Nur einer durch. Ja, Schaden, einen, ne? Jawohl. Dann machen wir weiter mit dem Toskin von dem Kerl, der die Glocke hat. Das ist eine Attacke auf die 5. Jawohl. Und verwundet auf die 3. Jawohl. Red minus 2. Oh, 6er, 5er und. Genau, 5er darf ich. 4 darf ich auch nicht rerollen, ne? Nee. Ah, ist durch, Schaden. Ja. 2. Also aber 3, ich muss mal kurz Modelle wegnehmen. 1 ist schon tot aus. Mhm. Wir machen weiter mit der nächsten Attacke. Foul Mouth Parts. Das ist auch nur einer. 2 Attacken auf die 4. Eine auf die 3. Nope. Da atmet gerade einer richtig durch. Ja. Zum Schluss kommt noch die Stachel. Venomous Stings. 2 Attacken auf die 5. Eine auf die 3. Stark. Red minus 1.
5. Reroll. 6. Oh, oh, nein! Das war die D3 gewesen. Oh, das wäre wichtig gewesen. Shit! Die Circuitors wollen zuschlagen. Manu, wie ihr mal kennt, der alte Taktikfuchs hat gerade nochmal nachgemessen beim Peilen, weil der Weltstab von dem General wäre genau hier in 12 Zoll gewesen, hier an der Kante. Und das hat der Manu gemerkt. Und dann hat er den einen Kerl hier ein bisschen Seil bewegt, weil ansonsten hätten sie alle 6 rerollen müssen beim Hitten. Das wäre richtig hart, weil die kriegen einen Damage gegen Dämon auf die 6. Juhu! Auf die 6? Ah! 6er Reroll bitte. Auf okay. Die 3 plus. Sind 5 Attacken? Oh, keine 6 dabei. Doch eine. W3, 3. Wie 3? 3 Wundwurst? 3 Wundwurst. Okay. Also die 3. Das sind ja mega viele. Oh, das wird hart. Das knallt. Wie viel auf die Wund? Auf die 3. Oh, das sind viel zu. Das ist nur eine 2. 1, 2, 3, 4. 7. 7. 3, 7. Ja, was hast du für einen Rend? Rend minus 1, 2 Damage. What? Rend minus 1, 2 Damage? Das sagst du mir jetzt? Boah, ja. Wow, Manuel. Das hat nichts mit Demons zu tun, oder? Ja, ultra hart. Okay, die haben einen 4 eigentlich und jetzt haben sie einen 5er. Ui. 3. Gut, jetzt haben sie noch einen 8. 5er Retter. Ja, komm, leben beide noch. Das geht richtig ab jetzt gleich. Blightlord! 1, 2 gesaved. 6 Schaden. Jawohl, einer noch ein Leben. Ich muss sagen, it's a lucky one. Ein kleines Fazit, der Shop hat sich bis jetzt noch nicht ausgezahlt. Wobei. Ui. Die Blight Kings attackieren die Retributors mit 15 Attacken auf die wenigen minus 1 Hit, auf die 4. Mhm. Wappa, nicht so viel. Hast du keine 6 gewürfelt? Ne, Gott sei Dank. Ja. Das sind 5 Stück und verboten auch auf die 3. Jo. Nur 2 Stück? Ja, 4 plus. Nix für dich. Beide durch. Die haben 3 Leben, oder? Mhm. Okay. Dann. Machen wir gleich den Schaden, sonst ist das wieder so ein Problem. Ja. Dann gehe ich mit dem Sorcerer ein Stück rein. Jo. Sodass er in 2 Zoll steht. Und attackiere mit seinem Stab eine Attacke auf die 5. 6. Und danach wundet auf die 3. Nein! Oh nein! Rippies 1 und D3 Schaden! Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Naja, wir müssen ja immer locker machen. Jetzt kommt Blow Up. Blow Up hat schon 9 Schaden bekommen. Das heißt, der fängt an mit 3 Attacken auf die 4. Ich habe ganz vergessen, Einsatz zu rerollen dürften die durch, weil der Nähe vom Ding steht. Wollen wir nachgucken? Das gleiche darf der hier auch. Ne, Pech. Nein, das gucken wir jetzt mal nach. Und nein, alles gut. Und als letztes das hast du noch klar, 4 Attacken los. Auf die 5. Eine nur oh. Auf die 2. Nee. Uiuiui. Das läuft ja. Uiuiui. Was haben wir denn noch? Das war's. Nix. Dann, obwohl ich keinen Schaden gemacht habe, ist die Runde vom Manuel zu Ende. Und der Manuel kriegt Punkte. 5 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und den eigenen macht 5. Ja. Und dann kriegt der Manuel, weil Manuel ist Player 1, 5 Punkte. Und wir kommen in den ersten, in die erste Runde im ersten Zug Nörgle. Das ist schon drauf. Okay. In der Helmphase. Ich habe ja einen Common Point bekommen. Richtig, habe ich schon markiert. Den gibt der Harbinger aus für die Bubble. Ja, so schnell ist er wieder da, ist er auch wieder weg. Der Common Point? Ja. Ja. Dann machen wir in der Heldenphase weiter. Die Blight Kings heilen alle Einheiten innerhalb von 3 Zoll auf die 6 plus und die Gegner kriegen auf die 6 die tödliche. Separat. Ich fange an und würfel für den Sorcerer, den kleinen Zauberer. Ja. Nein, ich würfel für Blow Up. Nein, sie und selber? Ich würfel für sich selber. Nein, und würfel. Habe ich doch am Anfang schon gemacht. Den Sorcerer. Ach, die Blight Kings. Ja, genau. Sorcerer. Die und selber. Hast du gerade gemacht. Ach, die können das auch selber bekommen. Ah, okay. Der Lord of Affliction. Und als letztes die Retributors. Schade. Dasselbe hier drüben nochmal? Das gleiche hier drüben. Für sich selber. Hey! D3 hier? D3. Eine? Super. Und für deine? Nee. Nein. Der Lord of Affliction macht. Der flackert das auch, ne? Aber das ist zu weit weg, ne? Ja, warte mal kurz. Aber der kann es auf die Blights machen.
Ich weiß gar nicht, ob er es hat. Ich glaube, er hat auf jeden Fall erstmal Lord of Affliction, der halt automatisch eine Wunde. Yes. Hat dann 7. Der hat das aber gar nicht, innerhalb von. Doch, das hat er auch. Innerhalb von 3 Zoll. Super. Fangen wir an, machen für den für sich selber. Für den Sorcerer. Für Blow Up. Gott sei Dank. Schade. Die Blight Kings. Jo. 6 ist er nicht so heute. Hat es Lord of Black auch? Hat der Lord of Black das auch? Nee, ich glaube nicht. Ich kann aber ganz schnell nachgucken. Oh, der Lord of Black, Würfel der Heldenphase. Nee. Okay. Nee. Alles klar. Dann kommt Zauber. Noch der Blob in der Heldenphase auf die 4 plus müssen die Retributors 1 bis zur nächsten Heldenphase abziehen. Jo. 1 von Hitwolls abziehen. Jo. Und innerhalb von 14 Zoll hast du keinen Zauberer, ne? Der ist der Zauberer. Mhm. Okay. Dann kommen wir wirklich in die Zauberphase. Infektionspunkte, ich bekomme nur 3 Stück, weil ich in meinem eigenen Territorium stehe. Du stehst bei mir drin, ich stehe nicht bei dir drin, du stehst zu nah an dem Baum, deswegen kriege ich an dir 3 und auf die 6 kriegt er eine Tür. Ich auf die 4 plus? Na, würfel mal. Na, hat sich erledigt die Frage. Auf die 4 plus. Yeah! Okay. Okay. Er hat eine Hero Phase, wird jetzt noch gezaubert. Der Blob macht seinen eigenen Hauszauber, zum ersten Mal der Pestilenz. Auf die Retributors, der funktioniert auf die 6. Mit einer 3 funktioniert das nicht. Er probiert trotzdem seinen Hauszauber, der heißt Strom der Fäulnis, auch auf die Retributors, auf die 6. Ach du Scheiße. Dank. Okay. Oh, Planänderung. Planänderung. Wir sind in der Bewegungsphase fertig. Warum hast du das gemacht? Wegen minus 1 zu Hit, wegen dem Backstop? Ja, steht aber auch. Das kann ich mir merken. Ich schließe nicht. Ich habe allgemein minus 1 Hit. Warum? Ach, wegen der Fähigkeit von ihm. Ja, right. Okay, und. Mann, der denkt immer mit, der Junge. Super. Ja, erzähl mal kurz, was du gemacht hast. Zurückgezogen aus dem Nahkampf, zurückgezogen aus dem Nahkampf. Positioniert. Der hat noch 3 Lebenspunkte. Harbringer ist gerannt hier drüben hin. Lord of Fiction ist gerannt hier drüben hin und die Blight Lords und der Lord of Plague, die beiden sind ebenfalls gerannt, der Lord of Plague nicht. Und Fernkampfphase fällt halt aus, weil ich habe mich zurückgezogen. Ich habe mich zurückgezogen, weil das Miasma auf die Retributors nicht funktioniert hat und ansonsten hätte ich geschossen, hätte ihn stehen gelassen. So probiere ich mein Glück. Auf jeden Fall. Um den da zu safen. Gut, dann gehen wir in die Charge Phase über. Ich charge mit den Blight Lords als erstes. Das ist eine 8. Die stelle ich direkt hier drüben hin. Ich charge weiter und charge mit dem Lord of Plague. 9. 9. Nee. Ich versuche die Sache. Was hattest du denn vor gerade? Ganz well, ja. Das hat auf den gereicht. Passt. Und der letzte Charge vom Lord of Affliction. Mit einer 7 bin ich da auch drin. Und charge auf ihn hier. Positioning ist super. Sehr gut. Ich bin gespannt, mit was du anfängst. Affliction wird als erstes ausgewählt und schlägt auf Sigurdos. Sequitas. Er fängt an mit seiner festen. Wo du da hin? Ja, feste Pike. Fester Pike. Fester Pike. Ja. Auf die 3. 1er Revolt brauche ich auch. Nochmal 1er Revolt eigentlich. Wund. Auf die. Ich habe Angst. Los, gib Gas. Warte mal kurz, das eine war eine 6. Ja. Das hat er gar nicht gehört. Nein, das ist der Fester Pike, hast du doch gehört. Ja, ja. Lass mir den Wurf da, du hast schon verwundet. Ja. Red? Mir ist 1. 5 plus, safe. 2 Attacken auf die 2, auf die 3. Reroll. Alter, gut. Lieber Himmel. 1 Attacke, das Sting. Auf die 3. Jupp, Rampin ist 1. 5er. Jupp. Safe und Toskin. Auf die 4. Gut, klasse Hill. Ach klasse, du Scheiße. Das ist wirklich schlecht. Und bevor es hier weitergeht, wieder eine kleine Regeldiskussion. Wir haben das Problem, dass der Manuel alle Hitrolls wiederholen darf, die ihn nicht getroffen haben. Und ebenfalls muss er alle 6 wiederholen durch den Weltstab. Jetzt ist die Frage, muss er die Attackensequenz unterschiedlich würfeln? Also erst alle seine wiederholen, danach alle getroffenen 6 wiederholen.
Oder, das war die Meinung von Manuel. Manuel, hier, zeig's mal, was du, dass du das gesagt hast. Ich, Marcel, bin der Meinung, kommt selten vor die Situation, aber ich glaube, dass er würfelt einmal und muss dann einfach alle die, die nicht getroffen haben und auch die Sechsen rausnehmen, einfach alle wiederholen, weil man ja eigentlich Rerolls nicht wiederholen kann. So spielen wir es jetzt auch. Okay, Manuel, dann, also ja, eigentlich gut, auch eigentlich besser für dich in der Situation. Richtig. Dann würfeln wir mal, auf wen? Alles auf deine Blightlords. Alles auf die Blightlords. Ja. Also die fünf hier vorne. Ja. Alles auf die Blightlords und los geht's. Und auf die drei. Jupp, eine nicht. Das sieht jetzt gut aus. Und auf die drei. Wie viel Schaden machen die zwei wieder? Ja. Oh Gott. Okay, dann machen wir den Safe-Wurf von einer Rank minus 1. Mhm. Von der 5. Starke Würfel. Hübsch. Jeder macht zwei Schaden, ne? Sind dann 6 Retter. Auf die 5, weil sie Demons sind. 1, 2, 3. Und jetzt nochmal ein Retter durch den Harbringer of Decay auf die 5 plus. Ein. Nein! Nein, 2 Schaden. Oh, das war wichtig. Das war sehr wichtig. 2 Schaden machen. Ab hier rüber, mein Freund. Jo. Und die 2 gehen auf den Affliction. 3 plus. Yep. Und 3 plus. 2 Stück, kein Wind. Das bedeutet, der hat, glaube ich, einen Dreier. Ich hatte einen Vierer. Der hat einen Vierer. Sehr gut. Fünfer? Kein? Nein, Vierer. Pumpkin-Rent. Pumpkin-Rent. Dann ist einer safe. Jo. Wie viel Schaden? Ja, ein Uhr. Dann ein Fünfer Retter. Jo. Safe. Die Blightlings greifen an auf die Refis. Genau, auf die Dreien und Einsen wiederholen. Ein Eins. Oh, 2 Sechsen. 1. Nee. Das sind dann 2x D6. Machen wir nochmal ein 8 raus. 2, 4, 6 und 8. Ah. Jetzt kommen wir zu den Wunschrolls. Die sind ebenfalls auf die 3. Stark. Viel Spaß. Viel Spaß, Retributors, Jungs. Auf die 4. Nächstes Mal bitte raus, jo. Geht doch. 2, 4, 6, 8 Schaden. Haben die keinen Retter oder irgendwas? Nee, ne? Du hast irgendwas gesagt in seiner Form. Ist da hinten. Achso. 8 Schaden, ne? Ja. 4, 7. 7 und der. Hat noch 2? Oder wer da vorne? Der hier, ne? Ja, ja, ja. So, die 2 Retter greifen voll auf die Blightkünstler. Okay. Und zwar auf die 4. Oh, haben die sonst auf die 3 hier, ne? Ja. Und auf die 3. Eine. Rent minus 1. Jo. Das heißt ein 5er. 1. 2 Schaden. Das ist ein 5er Retter. Nein, dann sind das 2 Schaden. Dann geht. Der Champ geht und der andere hier neben hat noch 3 Lebenspunkte. Der Lord of Plague attackiert die Retributors mit seinen 3 Attacken auf die 3. Sorry. 2x D6. 8. Insgesamt 9 also. 3 und. Das Gute ist, dass es auf eine Einheit ist, die eh schon ist wahrscheinlich gestorben wäre. Ja, schade. Weil das ist nämlich witzig eigentlich. Ja, ja, das ist total witzig. Ist das. Auf die 3. Nur 3. 3 Stück mit Rapier 1. 5 plus? 2 Stück. 5, schade. Dann sind sie weg. Genau. Puska Blightlords. Aber jetzt ist das so, ne? Der schlägt jetzt mit einem zu. Alle Attacken mit einem extra Retter. Da vorhin. Egal. Jetzt hat er keinen 5er Retter mehr. Also durch den von dem Harbringer nicht mehr, genau, weil es eine neue Attackensequenz wäre. Mhm. Also wenn es dann noch ein anderes Modell hättest. Genau. 3 Attacken mit der Plighted Weapon auf die 3. Die 6. Die 1 habe ich wiederholen. Das sind 2 D6. Da wird es aber auch gut. 8. Die Toskin hat getroffen, Raid minus 2, also ein 6er. Nö. Und als letztes der Schaden.
Achso, Schaden, sorry. 2. Der Sting auf die 4 trifft und auf. Der eine macht mehr Schaden. 3 Wund. Jawoll. Red minus 1. 5er? Nö. D3. Ja. 1. Noch ein Schaden. 6. Gehen 3, hä? Mhm. Zug ist rum, Runde ist rum, die Modelle sind weggenommen. Ich krieg hier einen Punkt. Kampfschock muss ich nicht machen durch seine Fähigkeit. 24 Zoll Bubble, kein Kampfschock. Genau, Victory Points, alles zu 5 eben geholt. Ich hole nur für den eigenen jetzt einen Punkt. Dann endet die erste Spielrunde, wir kommen in die zweite und es. Innie Time! Liebe Freunde, weiter geht's mit anderer Kamera und wahrscheinlich besserer Videoqualität, weil wir so ein etwas Probleme hatten mit Equipment. Robert, und wie ihr hört, ist der Sound jetzt auch ein bisschen besser, weil wir ein geiles Mikrofon haben. Und ja. Marcel hat einen anderen Pullover an. Ja. Ja, da war nämlich eine Unterbrechung drin. Ich bin nochmal schnell in H&M gefahren, hab einen neuen Pulli gekauft. Übrigens hast du selber einen neuen Pulli an. Und Runde 2, Inni Wurf. Oder seit einer Woche den gleichen Pulli. Inni Wurf, bitte, ich brauch die Inni jetzt. Ne? Oh Mann, Alter. Ja! Ja! Okay, das war ein spannendes Spiel. Ach, Scheiße, wir übersetzen. Ja, dann dürfen die Stormcast wohl anfangen, ne? Hero Face. Jawohl, Hero Face. So, wir machen erstmal die Schütze. Moment, die Uhr wird eins weiter gedreht. Nee, ne? Und jetzt musst du in der Nahkampfphase Wundholz von Six Sess wiederholen. Alles klar, okay. Laterne auf meinen Wandos Hammerhand. Ja. Dann mache ich ein verbessertes arkanes Geschoss auf deine Blightkings. Ja. Nö. Was brauchst du? Also ich treffe, du kannst bannen. Ich banne. Aber nicht das verbessern. Ja. Ich banne mit Blor. Blob mag ich. Oh, die drei tödliche Shit. Ein. Fünfer. Okay. Ich krieg einen Command Point. Ja. Oh. Bin fix und fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sechste Inni-Wurf, der dich umgebracht hat. Ja, aber ich meine, du hast ja die Inni gewonnen. Warum bist du jetzt fix und fertig? Du sollst keiner fix und weiß fertig das, ich sein. Bin auch fix und fertig. Bewegungsphase. Die Bewegungsphase ist vorbei. Die sind nach vorne gerannt, haben ein bisschen sich geschützt, das Missionsziel geschützt. Hier, die sind ganz normal gelaufen, damit sie schießen können. Er ist gerannt, damit er wieder in der nächsten Runde die Laterne besser positionieren kann. Die haben 3 Zoll Abstand gelassen, damit sie gleich chargen können. Er ist die Everwinde gerannt, kann jetzt nicht chargen und die sind im Nahkampf. 23 Zoll, glaube ich, von hier drüben bis hierher. Ja, und der sichert den Totenkopf. Die Totenköpfe sind übrigens schöne Missionsziele, Rudi. Ich weiß, Marcel. Shooting Phase. Shooting Phase. Er macht sein Sturmmodem genau hier auf den Lord of Blood, damit alle 3 Einheiten drin sind. Die Blightkings und die Blightlords. Die Blightkings auf die 4 Plus. Ja. Nö. Lord of der Blake. Lord of Blake. Jo. Eine. 5er Ritter. Nein. Ein Schaden, ne? Ja. Und die Blightlords. Nee. Hat sich ja gelohnt. Dann geht er runter auf 6. Jupp. Jetzt dann kommt zuerst. Die 5 Judicators schießen. Auf. Der auf die 2, die auf die 3. Schießen alle auf Blor. Alle auf Blor. 1er Reroll wegen Chaos. Sehr gut. Der das macht D6 Verwundung. Stark. Der hat überlebt. Auf die 2 Stück. Rent. Minus 1. Dann hat er 5er. Blor, 5er. Blob ist einfach der jeweils beste ein Schaden. Dann nochmal ein 5er Retter. Nein, 2 Schaden. Ein Lebenspunkt noch. Oh, nee, Blob hat er nur 3. 3 Leben hat er nur gehabt. Klar. Oh Mann. Okay. Gott sei Dank. Noch ja. Irgendwas? Nee, Charge. Ja. Wer probiert den Charge? 10. Gut, das ist aber. Wer der Rotere hier? Nee, der andere. Der hier? Mhm. Okay. 10 ist gut. 10 ist nicht schlecht. Also da komme ich nicht rein, hast du gesagt. Ja, das hast du gesagt. Ich bin der Meinung, du kannst durch. Nein, Mann, du kannst nicht so schräg durch. Genau. Der kann auch nicht fliegen. Alles gut. Okay. Gut, dass du eine 10 gewürfelt hast. Oh, die 10 brauche ich auch. Das habe ich nicht gesagt. Sagt der Manuel. Er braucht die 10. War ganz elegant bewegt er sich von den Fliegen hin und her. Das hat seinen Grund. Ich will da jemanden schützen. Ja. Und Gabriel will auch. Die Rothaarige? Der. Die. Jo, der ist auch drin. Okay.
Noch was? Charge-mäßig. Und? Gut. Dann können wir sehr gerne direkt in die Combat-Phase übergehen. Ich fange mit denen an. Ja. Welchen? Dass wir das hier drauf haben. Den Sinquitos. Ja. Ich nehme auch Damage. Ja. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, dass das nicht... Also der hier könnte auf ihn peilen. Er steht näher an ihm. Aber er hier auf ihn. Peilen zu Ende bei denen und die werden jetzt auch zuhauen. Jo, der ist mal auf den Lord Affliction. Auf die 3. Reroll, Gott sei Dank. Und auf die 3. Stopp, die 6 mit auch wiederholen. Die eine 6 nur, die eine war ein Reroll. Und die 6 musst du, eine 6 musst du wiederholen. Gut aufgepasst. Nur eine 6? Genau. Jo. Passt. Eine. Nein, hast du verwundet schon? Ja, ja. Das war der Wundroll, die musst du auch wieder 6 wiederholen. Ah, du Sack. Ja, eine. Verwundet auch. Lauter Verflitschen. Auf die 4. Damage. Retter. Ja, Retter. Fünfer Retter. Nein. Und jetzt nochmal Fünfer. Nochmal Fünfer Retter. Safe. Nörgel. Jetzt nochmal Affliction. Mag Nörgel. Nee, das war jetzt auf die Blade dort. Nein. Das waren die beiden gerade. Jetzt kommt so, der. Okay, sorry. Auf die 3, 6er. Also das waren die beiden. Der kommt jetzt. 6er Reroll, ne? Also ich habe eine 3 und eine 6er gewonnen. 6er Reroll. Jo. Und auf die 3. Jetzt werden wir als 6er ein. 2? Alter, ich bin so... Kein Red, ne? Rank minus 1, ich will, guck gar nicht. Dann 5. Eine. 5er. 2 Damage. Okay. 5er Retter. Ja, und noch ein 5er Retter. Was ist denn da los? Ein Schaden. Ich bin so doof, ich guck gar nicht nach dem D3 Schaden. Wer hat macht einen D3? Die alle, wenn ich einen 6 mache. Aber die musstest du immer rerollen. Du hast keine 6 durchgekriegt. Keine doppelte 6? Okay. Dann jetzt die anderen beiden auf die 3. Auf die Puska Blight Lords. Mhm. Und auf die 3. Ja. 6 wiederholen bitte. Zack. 2 Stück. Wir nehmen jetzt 1 auch. Auf die 5. Das wären jetzt Damage. D3 oder und was? 4 Damage? Nee. Was? 4. Wieder 5er Retter. Oh, du Sack, Alter. Ein Schaden. Das ist doch ein Retter. Nee, das ist nicht ein Reichweite von Harbringer. Die 6 Leben hat er noch. Die Posco Blight Lords sind eingepeilt, er hat sich ein bisschen zur Seite gezogen und hat Platz für ihn gemacht, weil das der Gabriel, ne, wie ist er? Gabriel, ja. Genau, ist das nächste Modell gewesen, das heißt, ich kann rumbewegen und den beiden mit reinholen, sodass ich mit beiden Blight Lords auf den Hohetarigen attackieren kann. Ich fange an mit den Blighted Weapons auf die 3 und 1er Reroll. Das sind 2 Rerolls, keine 6 dabei. Jetzt eine 6, die 6 macht D6 Verwundungswürfe, ein nur. Das heißt, es sind 5 Stück und die verwunden auf die 3. Das sind leider nur 2 Stück. Dreier. Beide Zeit. Nächste, der hat die Toskin auf die 4. Kippe, wenn, Entschuldigung. Nein. Dann die Mouthpart auf die 3. 2 Stück und verwunden auf die 3. Beide, kein Rind. Dreier. 1er Rio? Ja. Ne? Ja. Ein Schaden. Und jetzt nochmal zum Schluss die beiden Stings. 2 Attacken auf die 4. Beide Reroll. Eine auf die 3. Yep. Rank minus 1. 4er. Ah. Ah, ich hab noch einen 6er dafür. Ja, stimmt. Ein 6er Retter machen, meinst du, ne? Ja. Okay, dann war's das. Gabriel greift an. 3 plus. Nicht an. Wer waren das überhaupt? Der Rothaarige. Ach so. Gabriel? Gabriel Sorhört heißt der, ja. Warst du schon? Nein. Mit dem ja. Bandus greift an, kriegt die 3 zusätzliche Attacken. Eine, das läuft. Und zwar 3 plus. Die 6 wiederholen bitte. Ah. Jupp. Ja. Wieder eine 6. 2 plus. Jupp, 3 Stück. 6 wiederholen. Ah, du Sack. Ja, 3 Stück. Rent. Minus 1. Auf die 5. Nein. 9. 7. Adam 9. Riese macht es manchmal schwer. Auf die 5. Retter. Naja. Und nochmal auf die 5. Naja. 4 Schaden. Jupp. Hast du mal einen weißen? Dann gebe ich das ihm. Der geht von 7 auf 3 runter. Noch was? Ja, und das Vieh auf die 3. 6er muss ich dann wiederholen, jawohl.
drei Stück. Mhm. Das ist fies jetzt. Auf die 3. Säcklerung. Meine? Welt minus 1. Auf die 5. Ein Schaden. Auf die 5. Auf die 5. Nein, ein Schaden. Und auf 2. Mark hat ihn außerdem, weil er so schnell machen wollte, beide einen hintereinander gemacht. Jetzt kann ich noch, mache ich noch meine beiden hinterher. Jo, aber du hast voll Gas. Ja. Aber gut, hätte ja jetzt eh nichts. Ist ja eh geil gewesen. Geändert, weil ich wollte für die Zuschauer nicht, dass sie ihnen sagen, ey, ich habe gar nicht Abwechslung gemacht. Alles gut. Es war eben nicht egal, deswegen machen wir die Nahkämpfe gerade nach und nach. Ich attackiere jetzt als nächstes erst nochmal mit dem Fusker Blightlord, danach mit dem Lord of Affliction. Ich fange an. Ja. Gepasst. Ich fange an mit den ersten drei Attacken, mit den Weapon auf die 3. Sehr gut. Und nochmal auf die 2. Auf die 3, Entschuldigung. 3 Stück neu. Kein Wind, ne? Dann 4. Einer, genau. Dann habe ich noch. Den 6 habe ich nicht. Nee, dann die Toskin-Attacke. Auf die 4. Nee. Und als letztes der Sting auf die 4. Yep. Auf die. Stopp. Auf, ja. Auf die 3 verbunden. Nee. Toll. Als letztes mache ich noch schnell den Chef jetzt hinterher, Lord of Affliction. Der wartet auch endlich mal, dass er mal Gas geben kann. Ja, mach mal kurz. Ja, bitte? Ich setze kurz die Fähigkeit, dass er ein Leben hält und er steht wieder auf. Ja. Aber der, wenn das eine Wunde noch zu hinzugefügt werden muss, kriegt er das jetzt wieder zurück. Ja, ja, dann kriegt okay. Die Fester Pike vom Lord of Affliction, 3 Attacken auf die 3. 1er Reroll. Nee. Und auf die 3. Beide, Rank minus 1. 5er. Ein Samiro. Eine. Die 3 Schaden. Mhm. 3. Retter hast du ja nicht, ne? Ich möchte mit den Lord of Affliction weiter attackieren. Die 2 Attacken von der Foul Mouth Parts. Eine, also auf die 3. Und nochmal Wunden auf die 3. Jawohl. Kein Rent. 4. Ein Samiro. Jupp. Ein Schaden. Dann als nächstes der Sting auf die 4. Das ist aber nicht gut. Und auf die 3. Jawohl, Rinse minus 1. Mhm, Chef. Und noch einmal die Toskin auf die 4. Einer Reroll auf die 4. Dammit. Okay, dann ist der auch durch. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht? Ich glaube schon. Wir sind durch mit der Common Phase, ne? Ja. Du musst keinen Battleshock-Test machen. Nee. Ich auch nicht. Du kriegst aber jetzt einen richtigen Punkteschlag, nämlich der Manu kontrolliert den Punkt. Ja. Dafür kriegt er 2. Dann hat er noch den hier, weil er den vorher eingenommen hat. 2, genau das gleiche gilt für diesen Punkt auch. Und er gibt ihm noch 1. Das heißt, man kriegt 5 Punkte und führt jetzt nach seinem Zug in der zweiten Runde mit 10 zu 1. Was denn? Ist doch super gelaufen. Ja, das ist unter. Okay. Also vom Schaden her war das nicht meine Runde. Heldenphase, Hero Phase, Runde 2 Nurgle. Es geht erstmal in der Heldenphase los. Die Blightlords machen jetzt erstmal auf die 6 in der Heldenphase auf sich selber. Heilen sie sich? Ich fange hier drüben mal den Mann. Auf die 6 heilt er sich? Nein. Auf die 6 kriegen die Sequiturs tödliche. Kriegen sie nicht. Dann mache ich weiter mit. Affliction 2 plus. Könnt ihr schon mal machen. Ja, Lord of Affliction, der hat aber 2 Fähigkeiten. Die erste mache ich in der Heldenphase auf die 2 plus. Eine tödliche. Nurgle auf die 6. Die Sequiturs auf die 2 plus. Ja, die kriegen eine tödliche. Und die sind auch innerhalb von 3 Zoll, die Blightlords, die kriegen es auf die 6 plus. Nein, kriegen es nicht. Und zusätzlich heilt er in seiner Heldenphase sich um einen Lebenspunkt, das heißt, er geht wieder hoch auf 7. Sehr schön. Und in einer Heldenphase würfelt jede Einheit innerhalb von 3 Zoll auch einen Würfel auf die 6 plus. Das heißt, ich fange bei den Sequiturs an, auf die 6 plus. Nein. Und für die hier? Auf die 6? Nein. Ansonsten würden sie sich um die 3 heilen für ihn selber? Nein. Okay. Okay. Ganz kurz, ich mache wieder seine Fähigkeit. Einmal pro Zug kriegt er einen Leben wieder, somit steht er wieder mit einem Leben. Jawohl. Hopp. Das gleiche mache ich jetzt für die Blightlords hier drüben. Auf die 6 plus für sich selber? Nein. Auf die 6 plus für den Lord of Affliction? Nein. Auf die 6 plus für den Garfiel? Irgendwann muss er mal eine 6 fallen, oder? Richtig. Und für den. Ich hab seinen Namen vergessen. Nein. Los, Hammerhand. Okay. Ich guck mal ganz kurz. Der Lord of Plague ist auch drin, auch auf die 6. Nein. Blight Kings auch noch. Die Blight Kings machen das auf die 6 auch, auf sich selber. Nein, für den Lord of Plague. Ja, der hält sich voll.
Shit, jetzt wäre es wichtiger gewesen für Bloor. Hör auf! Jawohl! Nee. Der hält sich um D3. Nein! Oh nein, nein! Das wäre schön gewesen. Jetzt mal eine 3. Ja, aber trotzdem, 2 Sechser ist in Ordnung. Es geht weiter. Der Blob macht seinen Hauszauber. Erstmal der Pestilence auf den. Sag's mir nur seinen Namen bitte. Vandus Hammerhand. Genau, das funktioniert auf die 6. 8, willst du bannen? Das ist das mit denen, jedes Mal, wenn der Schaden kriege, kriege ich auf die. Genau, auf die 2 plus D3 tödlich. Und wen hast du das gemacht? Auf ihn? Auf ihn. Ja, die bann ich. Nö. Okay. Das ist jetzt schon mal durch. Es macht jetzt noch keinen Schaden. Erst dann, wenn sie Schaden macht, dann hält sie das. Und als nächstes mache ich Seuchenschauer noch mit dem Sorcerer auf die 6. 7. 7 Würfel werfen und für jede 6 darf ich D3 tödliche verteilen. Mhm. Kein einziger 6 dabei. Der Zauber ist wirklich scheiße. Der ist so schlecht, der Zauber. Doch, der liest sich gut. Das ist aber schlecht. Noch vergessen, bei der Punktgenerierung zu Beginn der Heldenphase macht er innerhalb von 3 Zoll auf die 4 plus jedem Feind eine tödliche. Das heißt, ich fange an mit den Judicators auf die 4. Nein, auf den Priester, ja. Lord Casseland. Ja. Auf die 4. Ja. Auf den. Nö. Auf den Magier auf die 4. Ja. Auch ein 6er Ritter. Mhm. Jo. Ja, safe. Und auf den Carrier. Nee. Also kriegt der eine. Kannst du mir mal einen weißen Würfel und deine 5 hinlegen, bitte? Das ist nicht so eine Gestrecke. Jupp, okay. Punkte kriege ich sonst. Du bist in meiner Ausstellungszone. Ja. Ich krieg aber selber. Du kriegst 3 Punkte. Genau, also habe ich 6. Reicht noch nicht für ein Bäumchen. Der Sorcerer hat einen Zauberwirk gehabt und nachdem er einer vor euch gewirkt hat auf die 4 plus, darf er noch einen Lebenspunkt regenerieren. Jupp. Mhm. Gut, dann kommen wir in die Charge Phase. Ich fange an zu chargen mit den Blight Kings. Stopp mal ganz kurz. Mit 12 lass stehen, aber mach das mal im Fernkampf. In der Tat. Vielen Dank, Mario, das ist auch gar nicht so unwichtig. Stimmt, Fernkampfphase vor der Charge Phase. Lieber Himmel. Dann ich fange an mit der Fernkampfphase. Blob schießt auf den Bandus. D3 Attacken. Eine. Auf die 4. Lass mal das. Das ist Karma. Das ist unfassbar. Gut. Okay, 12er Charge, wo möchtest du hin? In die Judicators. Hey. Egal, ich muss jetzt durch. Ansonsten komme ich zu gar nichts heute. Ich habe keine Ahnung, ob die das schaffen. Nein, nein, nein. Schnell zu sein. Was machen wir weiter? Lord of Black. Der Lord of Black. Judge auch. 8. Die kann ich nicht durch, ne? Doch. Der Harbringer auf die K charge auch noch hier rein. Auf die 9, das ist auch gut. Hier hin. Und dann kommen wir in die Combat Phase. Ich aktiviere im Nahkampf jetzt die 2 Blightlords. Voll auf Gabriel, ja? Voll auf Gabriel, genau. Das sind, Entschuldigung, die ersten 6 Attacken auf die 3. 1er Reroll. Oha. Und Wundwall auch auf die 3. Oh, das sind dafür 5 Stück. Kannst du auch die nehmen? Ja. Auf Red kein Red, ne? Nein. 3, 1er Reroll. 2 Einser dabei. Jawohl. Das sind 2 tödliche. Jawohl. Dann du hast schon, Retter. Dann ist schon einer tot. Nee, du hast doch Retter. Ah, Entschuldigung. Ja, ja, richtig. Sehr gut. Auf die 5. Und nochmal auf die 5? Ne, ein Schaden. Jo. Hat der eine noch einen Lebenspunkt. Aber auch wenn er jetzt gestorben wäre, hätte man noch alle Attacken abhandeln können. Klar. Jetzt kommt der Toscan hinterher auf die 4. Und auf die 3. Yep. Kannst Rent du den minus geben? 2. Dann haben wir einen 5er. Jo. Das ist unfassbar. Das ist nicht schlecht. Eben haben wir einen Fehler gemacht. Die Mouthparts, die haben beide Einheiten. Die habe ich eben nur einzeln gewürfelt. Das sind jetzt nochmal 4 Attacken auf die 3. Eine Reroll und auf die 3. Boah, nur einer. Kannst du mir wieder einen? Kein Rand? Nein. 3. Ein ist durch. Ein Schaden. Und als letztes. Warte, noch ein 6er. Der 6er Ritter, ja, stimmt. Das ist ein 6. Nein, eine 4. Machst du bitte? Dann geht er runter auf 3. Jo. Und als letztes die beiden Stings. Der Gabriel geht auf
die letzten beiden Stings auf die 4. Einser Reroll. Und auf die 3. Jawohl, Rent minus 1. D3 Schaden. Aber nicht töten, ne? 3 Retter auf die 6. Ich brauche eine 6. Die 6 ist er weg. Hui. Gerade so. Gut funktioniert. Jo. Kassler greift die gleichen Zahlen. 3 Attacken auf die 3 plus. Ja, nur 2 auf die 3 plus. Eine. Wow. Rent? Ja, 5 war es. Wie schon? 2 5er dann jetzt nochmal. Eine. Hast du nicht gesagt, der kann das? Was hast du nicht gesagt, der kann das? Okay. Der Lord of Plague positioniert sich und attackiert den Wandus Hammer an. Ich liebe die Stormcastner. Obwohl, Stormcastner sind auch die besten Namen, die es gibt im Spiel. Das sind 3 Attacken auf die 3. Jetzt zählt. Nein! 6er wäre gut gewesen. Wundroll auf die 3. Nur 2. Jo. 2er? Ja. 1er Reroll. 1er Reroll. Und eine tödliche für ihn und für die. Gut. Dammit, hätte ja sein können. Jetzt stopp mal ein Blightlord, pass mal auf. Für den Blood of Plague erstmal. Tödliche? Ja. Auf die 5? Nein. Harbringer auf die 5? Ja. Und die Blightlord. Der ist auch noch eine 5er. Der ist tot. Wie viel Leben hat der? 7. Also dann noch 6. Oder zählst du hoch? Ich zähl runter. Die 2 greifen ihn an, der eine ihn, der eine kann ich peilen, weil dann ist der gesplittet. Ja. Zuerst hier auf die Blightlords? Genau, die Blightlords auf die 3, 6er Reroll. Hab ich nicht. So, den müsste ich jetzt rerollen. Nee, du darfst einen Revolt nicht rerollen. Never, Alter. Mach. Never. Los. Niemals ist das so. Man darf keinen Revolten rerollen. Das ist niemals. Mach. Dreier. Vier Stück Rent minus 1. Vier Stück Rent minus 1 und 2 Schaden, ne? Mhm. Erstmal auf die 5. Keine. Oh, 8 Schaden. Oh. Der hat nur einen Bretter. Auf die 5. Oh, stark. 1, 2 und 3. 5 geschafft, genau. Dann geht er runter auf 1. Und jetzt der eine noch auf dem Lord of Affliction. Jupp. Und jupp. 2 Stück. Dabei, jo. Rent auch. Ja, Bonus 1. Auf die 5. 4 Schaden. 4 Schaden und 5er Retter. 2 geschafft, 2 Schaden, dann geht der auch Runde auf 5. Oh, nicht schlecht. Und okay. Okay, wir attackieren mit den Blight Kings die Judicators. Ich fange an, 3 Stück können die Judicators attackieren, einer den Lord Castellan. Das sind 9 Attacken auf die 3. Wie viele 6? 3 Stück. Oh, du. 3 6, das machen die 3, der 6 jeweils, 7, 8 dazu. 3. Geht noch, oder? Ist okay, könnte man glaube ich mit leben. Und Wundrolls auf die 3. Oh, das war's schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 plus, mach's dann bitte raus. Ja. Gesaved hast du 2, 3. Hast du Rerolls? Ne, ich hab einen 6er Retter noch. Okay. Du hast 2 6 gewürfelt, das heißt 4 Schaden. Was? Sind 2 tot? Geht noch. Okay, und der letzte Blight King schießt gleich hinterher auf Lord Castellan. Das sind 3 Attacken auf die 3. Das sind eine 6 dabei, die macht je 6, nämlich 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hau den dabei an, nicht mit einem Blight King bitte um. Auf keinen Fall. Und Wundroll ist auf die 3. 5 Stück. Du hast, was hat ein 3er? Mhm. Und dann kriegt er nur einen Schaden. 6er. Da hat er noch 4 Leben, ne? Hm, da liegt ein Würfel. Achso. Der Lord Arcanum greift den Lord of Black an. Und zwar 4 Attacken auf die 3. 6 muss ich wiederholen, ne? Yes. Ja, 2. Und auf die 3. 2 Stück. Rent. Minus 1. Das heißt, er hat einen 5er. Ein Safe, viel Schaden. W3. Ja. Eine. Eine und ein 5er Retter. Safe. Und der greift auf die 3. Jawoll. Auf die 3. 6er wiederholen. Eine. Red minus 2. 6er. Safe. Hat er nichts. Okay. Lord of Affliction attackiert die Sekuritas. 3 Attacken mit der Fester Pike auf die 3. 1er Reroll
Jawollo. Und auf die 3. 2. Ich bin echt doof. Ich hätte einen peilen sollen. Hab ich doch gesagt. Naja. Ja. D3 Schaden. 3. Oh mein Gott. Jetzt kommen die Mouthparts hinterher. Ey, war das dämlich. Wieder so ein Fail, weil ich nicht lange gespielt habe. Ah. Naja. 2 Mouthparts auf die 3. Und auf die 3. 1. Kein Rind. Safe. Der Sting auf die 4. Auf die 3. Jawohl, Rind minus 1. Safe. Und als letztes der Toskin auf die 2. Bestimmt nicht. Gut. Manuel, wie sieht's aus? Mit wem möchtest du zuschlagen? Mit Vandus auf den Harbringer. 3 Attacken auf die 3. Jep. Auf die 2. 6er Reroll. Jo, also trotzdem. 3 Stück. Rind. Minus 1. Auf die 5. 1. Wie viel Schaden? 6 Schaden. 3, 4, 5, 6. Das sind 5 Retter. Davon habe ich leider. Oh, kein einzig geschafft. 6 Schaden, ne? Ja, dann hat er ein Leben. Ne? Okay, dann ist er tot. Jetzt stirbt er. Ach so, nee, mach's mal ab. Und das Vieh auf die 3. Ja, 3. Ich brauche jetzt eine 6. Und den muss ich rerollen und nochmal eine 6. Los. Noch eine nur, Red minus 1. Auf die 5. Safe. Ich hab noch keinmal das geschafft, ey, heute. 6er Reroll verbunden, der ist jetzt Gott sei Dank erstmal weg. Okay. Jetzt brennt, komm schon. Es brennt die Hölle. Brennt. Auf geht's, Blight Lord. Der Pulskor Blight Lord attackiert mit dem Blighted Weapon. 3 Attacken auf die 3. Nee. Du sollst nicht beide töten, hab ich gesagt. 8, 2, 4, 6, 8 und noch einer. 9. Und jetzt kommt der Wundroll auf die 3. 6 Stück. Ohne Rent. Ich sehe es nicht. Darfst du eins wiederholen? Nee, leider nicht. Dann sind 4 durch. Dann ist er schon tot. Die beiden. Ah! Es gibt einen Blutzehnpunkt. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Oh, Blutzehnpunkt. Nils. Die Judicators attackieren. Jo, die der Champ auf Light die 2 plus. Jawohl. Jo, und die anderen auf die 3 plus. Ups, das waren 2 zu viele, aber ist eh daneben. Und auf die 4. Nö. Das war's, oder? Ja. Combat Phase ist rum. Wie ich Nurgle, Marcel ab einen zweiten Punkt bekommen. Steht 10 zu 2. Ist es schon wie wenn Bayern München gegen Arminia Bielefeld spielt. Das ist total wertungsfrei. Ich bin kein Arminia Bielefeld-Hasser. Du lieber. Und wir kommen in die dritte Spielrunde. Soll ich mal vorwürfeln? Würfel du mal vor diesmal. Das ist krass. Das nervt. Scheiße. Bevor wir allerdings noch mit der neuen Runde beginnen. Haben wir noch den Hardbringer vergessen? Genau, den machen wir natürlich noch gerade nach, weil es kann ja noch wichtig sein, weil er sich auch selber ja umbringen kann. 3 Attacken mit dem Blake's Guide auf die 3. 3 Stück. Und Wundroll auf die 3. 1 nur. Rent minus 1. Ein Dreier. Okay. Safe. Und D6 Attacken von dem Pferd. 5. Auf die 4. Das sind 2. Und auf die 4. 1. Die killt den jetzt. Das ist ein alter Reroll? Ja. Ah! Oh, er kriegt einen Schaden. Und D3 tödliche auf die 2 plus. Ja, D3. Ja, warte mal. Ich hab noch den 6er Retter, bevor der Schaden kommt, oder? Ja, aber ich hab D3 tödlich. Achso, bei dir ist erst. Ja. Ja, okay, mach. 6er Retter auf den normalen Schaden? Nee. D3 tödliche noch. 2. Und nochmal 2 Retter hinterher. Das gibt's ja nicht. Nummer 2, es sind 3 Schaden. Dann noch 4 Leben. Hat sich ja gelohnt. Die 6 auf die 9 gerade wurde weitergehend auf die 6 grasierende Seuche. Ich kann D3 tödliche, 3-mal tödliche verteilen jetzt. Innerhalb von 12 Zoll müssen die Einheiten sein. Die 3, ja. Ja. Müssen ja echt 12 Zoll zu jeder dann sein, ja, oder? Ja, okay. Dann mache ich genau den Lord Castellan, den General und den dann oben. Ich fange mit Lord Castellan an. 3. 3 Ritter. 3 Schaden. Hat er nur einen? Okay. Dann nehme ich den General. 2. 2 Schaden.
und dann den Boss nochmal persönlich. Jo. Zwei Ritter. Und auf die 2 plus kriegt er nochmal die 3 tödliche. Das ist dieselbe Phase? Nee. Nee, ist die neue. Ja, auf die 2 plus. Oh, nein! Schade. Und das letzte ist, handeln wir noch den Baum ab, weil das auch ja in jeder Phase gemacht wird. Wir sind mir gerade ein bisschen unsicher gewesen, aber hier steht, wirft zu Beginn der Heldenphase und es ist ja eine Heldenphase. Auf die 4 plus kriegt der Lord Kasseland eine tödliche. Ja, 6er Ritter. Ja, ist tot. Die Judicators auf die 4 plus. Ja, haben die auch einen 6er Ritter. Ist das nicht nur 1 Zoll? 3 Zoll. Ja, 3 Zoll. Mhm. Auch ein Schaden. Der hier vorne? Ja, ganz außen ist der Schaden. Der an dich. Hopp. Der General von dir auf die 4 plus. Ja. Ja, warte mal ganz kurz. Ich nehme die Fähigkeit, dass er ein Leben hat. Einmal pro Zug. Ja. Dass dann er nur ein Leben hat. Steht er wieder da mit einem Lebenspunkt? Ja, hatte ich vergessen zu sagen. Alles gut. Weil das musst du direkt auf, sagen. Ja, ist alles gut. Er muss noch, kann noch einen 6er Ritter machen. Muss noch würfeln. Auf welchen denn? Auf deinen General. Ach, der hat auch eine gefressen? Ja. Jo. Jo, gesaved. Und das letzte ist... Der wichtigste. Da natürlich nicht. Oh Mann. Oh Mann. Mann, ey, wir sind in der Heldenphase von Runde 3 Stormcast Eternals. Was geht ab? Jo, ich mache erstmal die Laterne auf meinen General. Ja. Dass er plus 1 safe kriegt. Als nächstes mache ich, dass ich ein heilendes Licht mache auf die 5. Ich habe eine 7, du kannst bannen. Ich banne auch. Mit 2 Würfeln. 8. Wie viel heilt das? D3. Wenn es 8 plus wäre, wäre es D6. Aber leider hat es nicht geklappt. Neugier brauche ich auch mal ein bisschen Glück. Ja. Okay. Dann machen wir. Kommen wir schon zur Bewegungsphase. Okay, das war die ganze Heldenphase. Kein Common Point, du kriegst einen zweiten, ne? Mhm. Shooting Phase, die Judicators. Wir müssen auf die Black Kings. Der Champ auf die 2, der dann auf die 3. 1er Reroll gegen Chaos. Jo, der macht die 6. 4. Und auf die 3. 5 Stück mit Rent minus 1. Gar nicht schlecht. 5 Stück mit Rent minus 1. Auf die 5en. Keiner. Retter. 5 Retter. 2 nur, 3 Schaden. Dann stirbt der hier. Locker. Und der daneben hat noch 3 Lebenspunkte. Jo. Der nächste Fernkampf. Hier hinten im Punkt. Jawohl. Auf die beiden Modelle sind betroffen. Wer zuerst? Jo. Das Gute ist, mal kurz zur Erklärung, es ist zwar es wird in der Fernkampfphase gemacht, ist aber keine Fernkampfattacke, somit kann ich mir aussuchen, wo es hin soll, sonst hätte ich ja den. Im Nahkampf nehmen richtig. Ja, ja. Du kannst dir einen Punkt auswählen irgendwo. Genau. Auf Block. Jo. Ja. Zwei tödliche. Retter. Oh oh. Oh oh. Fünfer. Das ist unfassbar, ey. Das ist echt krass. Das jetzt kommt wie im Fließband. Dann ist Flop weg. Oh, das war so wichtig für mich. Aber der hätte auch schon viel früher fallen müssen, das muss man mal ehrlich sagen. Aber du hast ihm immer als Maxi gegeben auch. Ja. Sorcerer? Ja. Nee. Warum nicht andersrum? Warum hast du so umentschieden, Manuel? Manuel, kannst du den Zuschauern erklären, warum du dich zuerst für Flop entschieden hast? Das war Fokus Nummer 1. Okay. Dann kommen wir in die Charge Phase direkt. Ja, chargen die Liberators. Jawohl. Das sieht gut aus. Jo. 11 hätte auch dann die unten gereicht. Da haben wir nämlich spekuliert. Oh nee. Ob er den 10er Schaden schafft, nämlich unten in dem Punkt einzunehmen. Aber jetzt hat er sich dann umentschieden, weil er dachte, 10 ist zu hart. Richtig. Okay, Mann. Gut. So. Dann machen wir weiter, Manuel. In der Combat Phase. Wen wirft du als erstes aus? Also ich mache jetzt mal zu Beginn. Meiner trinke ich ein Seelenfläschchen. Okay. Und zwar kriege ich da 2 tödliche Wunden. Ja. Der kriegt 2 tödliche Wunden. Alles klar. Auf die 5. Das geht nur einmal pro Spiel. Ja. 2 Schaden. Und der Hubring auch? Ja, und der Hubring auch. 2 tödliche? Mhm. Auf die 5. Bei safe. Top Kerl. Hubringer. Warum machst du das nicht andersrum? Warum habe ich einen Blob, nee, Blob nicht gesehen? Ja, warum machst du das nicht andersrum? Endet das an der Strategie, wie du zuschlagen möchtest, Manuel? Ja.
Wen wählst du als erstes aus? Ich wähle als erstes aus. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich. 12, vollständig in 12. Ich gebe 2 Command Points aus. Ja. Und zwar gebe ich dem plus eine Attacke. Ja. Und sich selber plus eine Attacke. Alles klar. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Und zwar fange ich mit meinem Chef an. Okay. Die Hauptwaffe. Mhm. Auf ihn. Ja. Und das Reittier. Auf Lord of Black. Okay. Dann geht's los. Action, Wandlungskampf an. 4 Attacken auf die 3. Das sind ja auch mal Harbringer, ne? Ja, 6er Reroll. Jawohl. 2 Stück. Und auf die 2. Eine. Zwei, Entschuldigung. Ja. Rent minus 1. Rent minus 1. 5er? Ne. Das wären 6 Schaden. Okay, dann ist es jetzt hinüber mit ihm. Ende finito. Harbringer. Aus die Maus. Und 5 Attacken auf die 3. Auf Lord of Black. Lord of Black. Yep. 6er Reroll, haben wir sogar eine. Ist das überhaupt jetzt noch, wenn er nicht mehr da ist? Das ist doch von ihm. Ach ja, stimmt ja, sorry. Ja, ja, genau. Und 2 und auf die 3. Eine? Eine, keine 6er wieder. Rent. 1. 5er. Ein Damage. Hab keinen Ritter mehr. Dann geht er runter auf 3. Hey. Weißt du, was geil gewesen wäre? Hm? Eine 6, Rent minus 3, die 6 Schaden. Es kommt nicht einmal. Wäre die Taktik aufgegangen. Naja. Das ist ein Mundvoll auf die 6 machst, ne? Mhm. Okay, ja. Dann darfst du. Jetzt bin ich mal okay, gespannt. Ich aktiviere die Blight Kings. Okay. Muss ich machen. Ich aktiviere die Blight Kings. Alle auf die Liberators. Das sind 9 Attacken. Auf die 3. Und es ist nur eine 6. Und das macht auf immerhin schon mal 6 mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 2 trifft nicht. Und Wundroll auf die 3. Das sind nur 5 Stück. Das ist nix. 4er? 4 Schaden. Sterben 2, ne? 6er Retter, Entschuldigung. 4 Stück? Ne, ne, sind keine. Sind kein 6er Retter. Hast du Reichweite. Achso. Deswegen macht es Sinn. Wie ist denn das? Wenn jetzt der weg ist und die sind im neuen, ja. Dann kriegst du nicht nee, genug. Nee. Erst in der nächsten Sequenz, ja? 4 Attacken, also auf den Lord of Plug. Ja, der General, höchstpersönlich. Ja, Lord of Kano. 4 Attacken, 3 plus. 6 Roll. Jo. Okay. 3 plus. 2. Red minus 1. Was machst du für Schaden mit das? D3. Okay, auf die 5. Ne, der ist durch. 3. Der ist weg. Lord of Plague, mein Freund. Schade. Okay. Gut, dann bist du. Machen wir weiter. Ich kann ja nur noch mit dem Blightlord. Der Puskol Blightlord attackiert deinen Cheffe. 3 Attacken auf die 3. 1er Reroll. Oh, 2 Sechsen schon. 2 Stück mit D6. Das sind nur 3. Auf die 3. Entschuldigung. 3 Stück. Wie gemein. 2? Ja. 1er Reroll. Ja. Nein. Okay. Ein Schaden. Auf die 5. Safe. Ach. Und dann eine Attacke mit dem Toskin auf die 4. Auf die 4. Auf die 3. Jawohl. Rent minus 2. Dann haben wir einen 4er. Safe. Das Mouthpart auf die 3. Auf die 3. Ja. Moment. 0. 1er Reroll. Jo, ein Schaden. Also ein runter. Das gibt's doch nicht. Zweimal Doppel 1. Okay. Auf die 4. Auf die 3. Nee. Nee. Und die 3 tödliche auf die 2 plus? Ach, immer noch. Ah, ich hab nur einen 6er Ritter. War der erst? Ach, dafür auch. Ja, ich muss mal einen 6er Ritter machen. Ja. Oh. D3. 2. Gerade so, ne? Tot, ne? Ja, ist okay, tot. Ja, ist er weg. Das bis zur nächsten Heldenphase. Ja. Boah, stark. Action, wir machen die letzte Nahkampfphase hier oben. Jo, die Liberators auf die 3. Ui. Auf die 4. 3 Stück. Rent. Mhm. 4er. Einer durch. Mhm. Ein Schaden. Jo. Einer runter auf 2. Und auf die 3. Und auf die 4. 2 Stück. Rent minus 1. Auf die 5. Rent. Nee. Dann sind das 4 Schaden. Okay.
dann ist der hier weg. Und der andere, der hat eine Rolle, der bleibt bei 2 Leben. Okay. Jetzt noch der Lord Castelland. Mhm. Puh. Bright Kings überlebt, Jungs. Nur ein Leben. Drei Attacken auf die 3. Ja. Jo, und auf die 3. 2 Stück mit Rank minus 1. 2 Stück mit Rank minus 1. 5er. Einer durch. 2 Schaden. Geht noch einer, ne? Ja, dann geht der auch, weil der hat nur noch 2 Leben gehabt. Ja. Okay. Und als letztes noch die 3 Judicators. Dann ist das. Ich denke, ich stoppe eh nicht. Auf die 2. Mhm. Jo, auf die 4. Nee, und die anderen auf die 3. Und auf die 4. Eine. 4, ein Schaden. Jo. Dann gibst du ihm nochmal, genau, 3 Leben. Die müssen Battle Shock auch machen, ne? Wer? Liberators? Ne, die Black Kings. 2 verloren, ich glaube, die haben 8. Ne, die haben 7 verloren. Doch, die haben 8. Die haben 8. Mach ich kurz in die Hand. 8? Ja, Battle Shock Test. Ne, bleibt stehen. Du lieber Himmel. Ich und musst du nicht auch machen? Ne, das ist ja dein General, ne? Ich muss ab jetzt. Ne, ich muss. Der ist gestorben. Ja. Musst du vielleicht mit den Liberators machen? Mhm. Komm, gib ihm. Ah, okay. Okay, dann ist der Zug vorüber. Die Runde, meine Entschuldigung. Der Manu kriegt wieder 2 Punkte hier. 1 Punkt hinten und nochmal 2 Punkte da, wo der Hund drauf steht. Und dann führt er jetzt nach der dritten Runde 15-2. Aber ich bin ehrlich, Leute, ich bin noch optimistisch. Hier geht noch was. Das Spiel ist noch nicht rum, Manu. Oder wie siehst du das? Mhm. Hier oben sind übrigens unsere Hausregeln, könnt ihr hier sehen, gerade so. Deswegen haben wir. Hilfe, ich hab fast alles abgebrochen. Unsere kleinen neuen ausgedruckten Hausregeln. Können wir kurz präsentieren. Ganz wichtig ist die Regel Nummer Punkt 5. Würfel fallen gelassen, muss man hier bei uns 50 Cent ins Strafgeldkästchen schmeißen. Das ist das hier. Ja, das sorgt ab und zu. Wenn es so ist, können wir die Woche noch mal ordentlich essen gehen. Okay, Spaß beiseite. Es geht damit weiter in der dritten Runde mit. So, zu Beginn der Heldenphase in der dritten Runde von Nurgle. Machen wir als allererstes den Test von dem Baum wieder. Auf die 4 plus fangen wir an. Die Liberators kriegen auf die 4 plus eine tödliche. Ups, ja, ist ein Retter da. Dann gibt es einen Schaden für Lord Castelland auf die 4 plus. Nein, natürlich nicht. Und die Judicators auf die 4 plus. Ups, ist eine 1. Nein, und. Der General. Auf die 4 plus auch und nein. Okay, dann testen wir weiter. Die Blight Kings machen, heilen sich auf die 6 plus selber. Nein. Die Judicators auf die 6 plus. Ja, die kriegen D3 tödliche, glaube ich. Mhm. 3. Da muss ich auch noch. Ne, das ist in der vorigen Runde wie gestorben. Genau, musst du keinen machen. Dann für den Lord Castelland auf die 6 plus. Nein. Und die Liberators auf die 6 plus. Nein. Jetzt habe ich noch der Blightlord heilt sich auf die 6 plus. Auf die 6. Heilt den Lord Affliction auf die 6? Nein, der Lord of the Affliction heilt sich selber auf die 6. Heilt den Blightlord auf die 6. Und das letzte ist noch der Schadenszauber. Wenn ich hier 6 Würfel kriege, der Blightlord jetzt eine tödliche. Nee. Okay, dann. Was ist das? Haben wir das rum? Zauber. Ja. Moment, wann kriegt man nochmal die Punkte von dem Knorr? Jetzt. Jetzt? Zu Beginn der Hilfe oder am Ende? Du kriegst jetzt die Punkte. In der Heldenphase? Ja, dann krieg ich nämlich jetzt 6. 3 Punkte. 6. Warum 6? Weil du dich bei mir dran bist? Genau. Es gibt aber, glaube ich, nur einen Punkt, wenn du nicht bei mir bist. Achso, dann 4. Dann krieg ich 4, ne? Dann habe ich 10. Dann habe ich 10. Genau. So, in der Heldenphase als letztes noch den Zauber. So, Entschuldigung. Seuchenschauer. Auf die 6. 6. Du bannst wahrscheinlich. Ich hoffe, ich probier's mal. 5? Nee. Sehr gut. Also so schwach. 3, 4, 5, 6, 7. Das ist so. Sowas schlecht? 14 Würfel, keine einzige 6 bisher. Tut mir leid. Vielleicht habe ich ja noch was. Aber ich kenne das Gefühl. Auf die 4 plus heilt er sich um 1. Jupp. Das ist scheiße, dass du den heilst. Sehr wichtig. Mhm. Okay, dann kommen wir in die Bewegungsphase. Ne, warte mal, ich kann noch, glaube ich, einsetzen. Mit dem Command Point einsetzen? Ja. Dass sie 7 Move bekommt. Ja, der bekommt 8 sogar. 8 sogar. Warum eigentlich 8? Bei Nurgle ist doch eigentlich alle 7. Warum bekommt der 8? Der darf eine Einheit auswählen, plus Gold, Blight Lords und kann dem plus 8 Move geben.
Das ist sehr nett. Also, wir fangen mal an. Der Lord Affliction braucht eine 4 oder eine 3 plus beim Rennen, damit ein guter Taktikzug passiert. Hat leider eine 2 gewürfelt. Genau. Damit so, er noch ein, zwei weiterkommt, ja. Damit er beim Beschwören der Black Bearers die hinter das Haus beschwören kann, weil die innerhalb von 12 Zoll aufgestellt werden müssen, um den Punkt einzunehmen. Hab aber leider nur 2 gewürfelt, das heißt, es reicht nicht, weil die müssen außerhalb von 9 Zoll Range von den Judicator sein und das kommen sie dann nicht, weil er nicht weit genug gerannt ist. Das gleiche zählt für den genau, Blightlord. Man muss erst mal sagen, Plan A war eine Befehlsfähigkeit aufgeben, dann über eine 1 würfeln beim Run, um das hier einzunehmen. Genau. Hat nicht geklappt, weil er hat leider eine 1 gewürfelt. Genau. Deswegen Planänderung. Deswegen hat es nicht gereicht, vom Abstand hierher zu kommen, weil er konnte nicht den 3 Zoll Abstand hier zu einhalten, sondern er hätte 1 Zoll weiter gemusst, das heißt eine 2 beim Rennen hätte gereicht. Leider eine 1 gewürfelt. Okay, das ist Karma, weil ich muss mich auch entschuldigen, ich habe eben aus Versehen die grassierende Seuche in der Heldenphase von Manuel gemacht, weil ich dachte, die wird immer zum Beginn der Schlachtrunde weitergedreht und der Fähigkeit triggert, aber die 6 triggert nur in meiner eigenen Heldenphase. Richtig, und somit würde der hier noch leben. Aber wir haben ihn trotzdem draußen gelassen. Außer ich hätte eine 4 hier gewürfelt und gut, das kannst du nicht sagen. Das kann man er hätte ja noch 2 Leben gehabt. Ja, aber dann hätte er auf die 2 plus nochmal die 3 tödlich. Das kann man schlecht sagen. Ja, da hast du eine 1 gewürfelt. Alles gut. Okay. Weiter geht's. Ja. Dann sind das wir. Fernkampf hast du nicht, ne? Das war halt schade. Genau, ansonsten habe ich noch den ausgerichtet, der Charge auf den Greifhund und der Sorcerer hat sich vorbewegt. Nee, Fernkampf habe ich nicht. Die Black Videos habe ich übrigens beschworen, weil ich hatte 10 Infektionspunkte und jetzt habe ich davon 7 ausgegeben und habe die aufs Spielfeld geholt. Und habe als letztes, also am Anfang noch in der Heldenphase habe ich auch nicht gesagt, ich habe die 6 wieder zurück auf die 5 gedreht. Das ist das Item, die Generalseigenschaft von meinem General. Und dass ich jetzt wieder Wundwalls vom Gegner müssen, die 6 sind wiederholt werden. Mhm. Okay, dann kommen wir in die Charge Phase. Ich beginne zu chargen mit dem. Ups. Mit. Den Blightlord. Oh, fuck it. Also, jetzt kann man sagen, das Spiel war's. Oh mein Gott. Oh, das tut mir ja wirklich leid. Also, das ist eine solche Runde. Eine solche Runde, Leute. Oh Mann. Nächste Charge. Also, das war's jetzt komplett. Jetzt geht nichts mehr. Ich charge mit meinem General. Jo. Eine 5? Ja. Kann auch nur in einer Richtung. Ja, ich charge mit dem Blightlord. Ach, mit dem hast du gemacht? Ich dachte, du hast ihn mit dem gecharged. Ne, mit ihm. Ach so, das ist ja nicht so schlimm. Ne, sorry, ich habe ihn gemeint. Okay. Aber das war mir genauso wichtig, das volles Leben, da sollte da rein. Der erste wichtige Pass. Ja, mit 12. Ich dachte, du meinst den wichtigen Charge. Nee. Das war mir mindestens genauso wichtig. Boah, da kriegst du 100% Punkte da nicht. Abwarten. Okay. Wir kommen in die Combat Phase und es geht los mit dem Pussgold Blightlord hier drüben auf den Greifhound. 3 Attacken auf die 3. Auf die 3. 3 Stück. Ist tot. Kein Safe. Okay. Gut, dann. Okay. Der Kastellan greift den Blight King an auf die 3. Jo. Und auf die 3. Oh Mann, das war so klar. Naja. Ich hasse diese Würfel. Ich hasse deine blauen Würfel. Echt? Ja, beim nächsten Mal würfeln wir auch nur mit deinen Würfeln. Ja. Mahnet übrigens Würfel, die würfeln nur Sechsen. Der Kalle wird davon ein Lied sprechen können. Das sind nur Sechsen, die er da wenig würfelt. Du bist dran. Hallo, liebe Warhammer-Fans. der Blightking, der da oben steht, teilt seine 3 Attacken auf. 2 gehen auf den Lord Kasselland, eine gehen auf den Judicator. Die Idee ist, dass der eine, der auf den Judicator eine 6 würfelt, um D6 Attacken zu generieren. Ja. Wir fangen an. Die 2 Attacken auf den Lord Kasselland. Da haben wir schon mal 2 Treffer und Wundwall auf 3. Eine. Ist safe. Ein Lebenspunkt, ne? Mhm. Okay, dann der 1er Reroll. Durch? Ja. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du musst nicht mal würfeln. Sorry, in der Tat. Ich wollte schon mal 6 nehmen, weil ich jetzt eine 4 würfel. 6. Oh, stark. Auf die 3 Wunden. 4 Stück. Vierer. Das ist bam. Bam. Jawohl. Meine Theorie war gut. Die war sehr gut. Ich hab's aber kaputt gemacht. Ich glaube das nicht. Das ist eine Frage. Der General höchstpersönlich. Auf die 3. Ja. Aha. Mhm. Und auf die 3. Eine 6 Euro. 2 Stück. Jo.
Ist hier 6, wenn du einen Wundwurf von 6 machst? Okay, das ist erst bei dem. Der ist nicht mehr da, das war der. Aber der hat auch einen Greif. Ja, das ist aber auch ein Hitwurf. Okay. 2 Stück Rind. Minus 1. 5er. Bei safe. Jetzt der Greif. Jo. Auf die 3. Jawohl. Nee, liegt jawohl. Auf die 3. Eine. Eine. Rind minus 2. Durch. Ein Schaden. Safe. In dem heroischen Generalsduell hier unten schlägt mein Lord of Affliction zurück. 3 Attacken mit der Fester Pike. Ist ja fast vom Tisch gefallen, wenn wir die nächsten 50 Cent gewinnen. Schade. Auf die 3. Also Reroll. Yep. 3 Stück und 3 to Wound. 3 Stück. Der macht mich völlig fertig, der Typ. Minus 1. Oh, alle 1er Reroll. Hm? Alle 3. Kein 1er Reroll. 3 Desire. 5. 6er. Ach Mann, ey. Jetzt geht der auch noch down, ey. Ja, ist er weg. Oh Mann, oh no. Und die Liberators, 2 Stück können zuschlagen. Oder? 2 Stück können zuschlagen. Jawohl. Auf die 3. Black King. Auf die 4. Nee. Und der Champ auf die 3. Jawohl. Auf die 4. 2. 6 Reroll bitte. Ist nur 1. Rent. Minus 1. Auf die 5. Durch. 2 Damage. Dann hat er noch ein Leben. Gott sei Dank, er lebt noch. Ja, und der Judicator? Auf nein, der davon. Ah, nein, Judicator. 4. Ja. Ah! Oh oh. 4er. Juhu! Oder der Rent. Hat kein Rent. Oh, juhu! Battle Shock Test. Hinterher. Ich hab. Der eine Judicator muss. Ne, die haben 8. Der eine Lebenspunkt, der in ihr lag, gehört einem Liberator, ne? Die haben 8. 2 sind tot. 8 haben die. Die haben 7, aber ich krieg euch meinen Stormhorse plus 1 auf Bravery. Ah, okay. Cool, dann flieht da auf keinen Fall einer. Dann endet die dritte Runde jetzt. Und es gibt für Nurgle hier einen Punkt und hier 2 Punkte. Das heißt, ich krieg 3. Dann steht es 15 zu 5 für Stormcast, also für Manuel. Und Manuel, wie geht's weiter? In die Wurf. Oh. Manuel hat eine 2. Ich eine 5. Oh, das war stark. Oh. Ich nehme die Inni, Manuel. Runde 4. Jetzt mache ich das gleich richtig, zu Beginn der Heldenphase. Ist das jetzt eigentlich alles zu Beginn der Heldenphase? Dann kann man abhandeln, wie man will, ne? Wirf in deine Heldenphase, also wirf in deine Heldenphase. Strikings, wirf in deine Heldenphase. Ne, ansonsten gibt es nichts zu Beginn, dann mache ich das jetzt als erstes. Das sind D3 Einheiten. Nur eine. Ne, warte mal, der Knallmar ist noch vorher. Also ich merke mir das gut, gell? Hier habe ich eine 1 gewürfelt, weil den Knallmar, glaube ich, den muss ich auch wirft zu Beginn der Heldenphase. Das würde ich gerne als erstes abhandeln. Der macht nämlich auf. Also hier weiß ich schon, was haben wir uns gemerkt. Ich darf nur eine tödliche, einmal D3 zuteilen. Der Knallmar macht auf die Liberators auf die 4+. Nein. Auf den Judicator auf die 4+. Nein. Und auf Lord Castelland auf die 4+. Nein. Okay, dann darf ich einmal D3 tödliche verteilen und die würde ich gerne verteilen auf die Judy, auf den Judicator. Mhm. Der kriegt D3 tödliche. 3. Mhm. Der Lord of Affliction macht auf die 2+ einem Feind innerhalb von 3 Zoll eine tödliche. Das ist der Lord Castellan nur. Ja, eine tödliche. Mhm. Ist noch ein 6er Ritter? Nee. Und der heilt sich selber auf die 6? Nein. Der Blightlord hier hinten heilt sich selber auf die 6? Nein. Die Blightkings dürfen auf die 6+ sich heilen. Und die Liberators auf die 6? Nein, passiert gar nichts. Okay. In der Magic Phase, der Sorcerer macht einen Arcane Bolt auf die Liberators. Auf einer 10 ist das erst, gell, mit D3. Mhm. Das ist eine tödliche dann. Mhm. Und ich bin in der Bewegungsphase. Ich kriege hier einen Common Point, den setze ich ein, um mit ihm zu rennen, um auf eine 6 zu rennen, weil ich kann auch den Common Point für die Befehlsfähigkeit einsetzen, ist ja eigentlich Wumpe. Ja. Und die bewegen sich hier dran. Mhm. Der bleibt stehen, der bleibt stehen und der positioniert sich. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Nee, passt. Muss ich so machen. Den Punkt muss ich auf jeden Fall holen.
Dann krieg ich kurz, ist ja egal, ich brauche keine Beschwörungspunkte mehr, ist jetzt Wumpe. Gut, dann kommt Charge Phase. Ich charge dahin, der Blightgang kann stehen bleiben. Ich glaube, er heilt sich, glaube ich, immer noch trotzdem auch automatisch eins, das habe ich vergessen, der geht auf 7. Jo. Okay, dann kommen wir in die Nahkampfphase. Jo. Ich wähle den Lord of Affliction aus. 3 Attacken mit der Fester Pike auf die 3. Auf die 3. 3 Stück. So. Wind minus 1. Ja, 2 ein, durch. 2x die 3. 5. Stehen sie weg. Dann war's das. Das ist eigentlich die 4. Runde, ne? Ja, kriegst du nochmal 18 Punkte und dann ist das Spiel zu Ende. Good game, ne? Good game. Aber, naja, komm ich kurz zu. Man merkt ja, gut ausgelöste Liste, Fluffliste. Ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal mache ich das aber auch mal, das schwöre ich dir. Alles klar, kommen wir gleich zum Postgame. Also, das Mann, Marcel, warum spielst du immer so einen Mist? Ja. Ne, Fazitrunde. Fazitrunde. Ich habe auf den Sack bekommen. Es sah gut aus für mich, aber danach ging es ruckzi, zucki und alles war weg. Heftig. Aber auch nur, erstmal muss man dazu sagen, weil ich kurz einen kleinen Spielfehler gemacht habe, Regelfehler, der auch sehr zu meinen Gunsten dann auch ausgewirkt hat. Ob es jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte im Endeffekt des Spiels, kann man jetzt nicht so sagen, aber auf jeden Fall wäre es kein Table in der 4. Runde gewesen. Nee, das nicht. Muss man schon mal sagen. Ich verstehe. Also, vor allem, ich habe nur 3 Runden mitgespielt. Ich habe keine 4. Runde gehabt. Ja, stimmt. Darum wollte ich einmal die Indie-Wurf gemacht. Richtig. Aber hätte ich auch in der 2. oder 3. Runde die Indie-Wurf gemacht, das wäre schon stark gewesen. Also Manuel meint, wir spielen ja manchmal auch mal gerne harte Listen, manchmal auch so Flufflisten. Meine Armeeliste hat sich zusammengesetzt aus den Modellen, die ich selber noch nicht so häufig gespielt habe. Und mitunter der Lord of Affliction und den Puskar Blight Lords. Ich fand die eigentlich super stylisch. Wir haben leider nur 4 von den Blight Lords bemalt. Ansonsten hätte ich gerne alle als Battleline gespielt, also 6. Deswegen müssen wir nochmal nachziehen, weil ich das gut finde. Wir haben ja noch welche. Wir haben auch welche, ja. Bei so einer 2000-Punkte-Liste ist das echt cool, wenn du den Lord of Affliction spielst als General. Und 3 von denen fliegen so als Battleline. Ja. Sieht schon mal cool aus, ne? Das ist zwar jetzt auch hart oder Powergame-mäßig, aber sieht auch cool aus. Aber muss man dazu sagen, wenn man nur rein diese Wardbringer spielt und man spielt die Battlelines von denen, dann hat man eben die Auswahl zwischen den Blight Lords und den Blight Kings. Das ist alles. Dann kann man jetzt argumentieren, was man will, die sind immer ultra hart. Ne? Aber ich bin auch immer sehr. Die sind nicht so hart, sind stark. Die sind schon stark. Ja, hart, also aber sind schon stark. Stark sind. Also die sind meistens ihre Punkte auf jeden Fall dicke wert, was man so bei anderen Fraktionen, vielleicht bei ihren Kerneinheiten oder Battlelines nicht hat. Das Coole ist, bei deiner Liste fand ich halt nicht das schlimm, sondern die Kombi, was danach kommt. Es kommt der 1er Reroll von Lord of Black. Du kriegst nochmal einen extra Retter auf die, du buffst dir halt nochmal immens und das also ist das, was es stark macht. Du kannst starke Helden mit dem Zauber, was ja auch gut geklappt hat. Der Blob. Ja. Blob wird eigentlich nicht so häufig gespielt in den ganzen Turniers. Das stimmt, also das muss man wirklich sagen. Ist aber eins meiner absoluten Lieblingsmodelle, der ultra viele coole Fähigkeiten hat. Die Zauberer innerhalb von 14 Zoll müssen eins von ihren Cast-Rolls abziehen. Der kann den Zauber machen, was dann in Pro-Phase auf die 2 plus immer Detail tödlich gehen kann. Und wenn du selber in der Heldenphase noch einen Arcane Bolt reinholst, macht das zwar vielleicht nur einen Schaden, aber auf die 2 plus kannst du wieder Detail tödlich machen. In der Shooting-Phase kannst du wieder Schaden machen, Detail tödliche. Manche haben sogar noch in der Charge-Phase dich anchargen, du machst tödliche, kriegt er wieder auf die 2 plus tödliche oder so. Also, ey, das ist immens geil, der Zauber. Der ist weit unterschätzt. Der wird zwar nirgends mit einer Turnierserie gespielt, weil der Blob schnell sterben kann. Weil er Monster ist, der kann kein 8 im Server kommen, dann hat er 4er Safe und braucht auf jeden Fall noch einen 5er Retter, also die Bubble von dem Hardbringer. Aber optisch ist er schon geil, ist ein geiles Modell und spielerisch auch. Da kann man coolere Sachen machen. Und weil man halt noch einen zusätzlichen Zauber geben kann. Ja, also schon. Aber das ist schon dein Modell, das muss ich so geben. Das ist so dein Modell, da spielst du, das ist kein Favorit. Ja. Also den spiel ich und den Morbid Dicks, Twice Burn oder wie er heißt. Also diese 3, die sind allgemein geil, das sind 2 auf jeden Fall. Super, super geil Modell. Nein, nicht so, ne? Nee, den einen mag ich nicht. Der auch General sein kann bei denen, ne? Wo ich glaube, die eine Gesichtshälfte so umgekehrt, oder? Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Aber den spiel ich nicht so gerne. Der ist so ein Horn. Ja, den spiel ich nicht so gerne. Die anderen beiden sind schon coole Modelle, könnt ihr euch irgendwie, falls ihr mal neu gespielt wollt,
und jetzt nicht die Ultra-Power-Gamer, weil coole Figuren haben, die sind echt geil. Die Blightlords, ne, wie heißt die? Ne, nicht Blightlords, sondern der ist ein anders. Welche? Die drei, die Twice World in der Blob, da gibt es eine Kiste, wo die... Megalords. Hm? Megalords. Ja, genau, Megalords, genau. Ah, das ist eine coole Kiste, das ist eine coole Modelltruppe. Ansonsten war meine Liste meiner Meinung nach recht fluffig. Aber weißt du, was die auch? Weil ich halt sehr nur viel, Warframer spielen. Man muss ja auch sagen, was die ja richtig nochmal zu tun haben, ist die Beschwörung. Das ist geil, ja, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, kommen wir gleich mal so ein bisschen Talkrunde. Brauchen die das? Brauchen die Beschwörung? Brauchen die diese Beschwörung? Also ich habe ja schon bei ein paar Turnieren gesehen, dass so eine Beschwörung das Spiel mal entscheidet. Ja, weil du halt beschwören kannst in einem sehr großen Radius und, das ist das Wichtigste, das erkennt man nicht, aber am Ende der Bewegungsphase. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Ja, du kannst erst den Held genau. bewegen und dann noch genau. den... Das denkt man gar nicht, das sind immer so Kleinigkeiten, an die man nicht so achtet, aber du weißt, du kannst jetzt beschwören, ich hatte jetzt wirklich nicht viele Punkte, 10. Und 5 Blackbriar, ich werde 5 Blackbriar beschworen, aber wenn du weißt, du kannst nach der Bewegungsphase beschwören und du hast halt mobile Einheiten, die fliegen können, beispielsweise jetzt 8 Zoll haben, dann kannst du halt echt, auch mit der Befehlsfähigkeit auf dem Lord of Fiction, dann kannst du 16 Zoll laufen und noch rennen und dann kannst du noch irgendwo anders Einheiten setzen mit der Beschwörung. Bei diesem Spiel, wo du jetzt hier 4 Objekte liegen hast, das ist schon sehr gut. Es tut mir leid, es ist schon ein enormer Vorteil, damit kann man schon viel machen, muss man schon mal dazu sagen. Weil du auch in den späteren Runden, da wo das Feld ein bisschen abgeräumter ist, dann extrem leicht Punkte einnehmen kannst, weil da kann man meistens, weil man schon im Nahkampf geboten ist, kommt man nicht mehr raus. Das ist schon ein spielerischer Vorteil. Ja. Cool, ich schon knapp 10 Sachen, der runterfällt. Nein. Du kannst gar nicht essen. 50 Cent für den Notfall, das ist hier nur im Spiel. Ja, das haben wir von dir. Und das können vielleicht Leute ausnutzen. Ansonsten, ja, fand ich mal eigentlich recht stylisch und cool, dass das jetzt in einem Table in der vierten Runde von Manu war. Das war nicht meine, das war deine Runde. Meine Entschuldigung. Ich hab noch nicht meine Runde. Ja. Meine vierte Runde, das war dann schon. Ja. Ein bisschen viel Würfelglück dabei, obwohl ich auch teilweise sehr schlecht gewürfelt habe. Aber ja, es war cool, das Spiel hat schon. Am Würfel lag es nicht. Aber es hat schon Spaß gemacht. Das war eine taktische Finesse. Also, wenn ich Runde 4 über den Table mache, wäre es natürlich auch Spaß. Mir hätte es auch Spaß gemacht, wenn ich fangen wollte. Es war ja lange Zeit schlecht. So, Stormcast. Kommen wir mal dazu. Also zum Fazit da würde ich mal sagen, der Charge war schlecht, muss ich mal wirklich zugeben. Also der Charge in der ersten Runde mal zu sehen. Hätte ich nur auf diesen Job. Ja, hätte ich nur auf Block gehen müssen, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass das ein Fehler war. Der eine Spielfehler war für mich halt gravierend entscheidend, aber habe ich keine Probleme mit. Liberators, 100 Punkte musste ich nehmen, ist aber. Bei Stormcast ist halt gerade richtig krass, dass du teilweise Sequiturs, 5 Stück, 120 Punkte, 3 Spezialwaffen, Liberators, eine Spezialwaffe, 100 Punkte. Ist schon Sequiturs mal, auch Battleline? Ja, wenn der eine General ist, sind die Battleline. Ah, du kannst dazu sagen, Manuel hat auch vergessen, über seinen Stormhost hätte er einen Comic Point ausgeben können, nachdem die Sequiturs gestorben sind. Und auf die 5 Plus wären alle 20. 10, alle 10. Alle 10 wieder bekommen. Also je nachdem, wie groß die eine ist. Ja, schade. Nur mal einen kurzen Schluck trinken. Das hast du natürlich noch vergessen. Ja. Aber es wäre natürlich auch nochmal heftig gewesen, wenn die Zivil kommt, weil da unten die beiden. Ja, vor allem kannst du so da hinstellen, wo du möchtest. Achso, dürfen die im Nachgang bleiben? Nee. Nee, nur ein Zoll abschaffen. Okay, aber also, das du kannst gut. ja zum Beispiel Punkte sicher hinten hinstellen und dann Vollgas wieder geben. Ja, muss man dazu sagen, das ist auch nicht schlecht. Drive Charger, der kann gut sein, muss aber nicht. Ist mal ja je nachdem so, aber wenn er gerne alles, kannst du halt die Sequitoren machen, dass die Battleline sind. Judicator sind top immer noch, Kastlan ist sowieso Pflicht. Retributors. Retributors 220 Punkte, jetzt mal zum Vergleich zu den Evocators. 20 Punkte mehr und viel schlechter. Ich spiele es halt trotzdem gerne, weil sie mir Spaß machen. Was die da genick gebrochen haben, ist der 6er Mjol. Der Werkstab. Werkstab. Der ist super stark, glaube ich, gewesen. Aber kann man nichts machen. Ein bisschen glücklich für mich, dass ich die Nörgelscheibe schon relativ weit oben hatte. Mit dem Woundhole 6. Ja, ja. Woundhole 6 wiederholen, Hitwall 6 wiederholen und dann noch 2 Retter immer. Das ist schon. Ja. Schon cool. Also schon eine coole Armee. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Das ist cool. Super Spiel. Also mir hat Spaß gemacht, nicht nur weil ich gewonnen habe, sondern auch so mit dir zu spielen, Manu. Ja, wie immer. Ich krieg die Klatsche. Mach sehr gut. Ich fahr heim. Das ist auch nicht so oft so vorgekommen. Ja, hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Mir ist da irgendwas aufgefallen. Also wir haben versucht, auf alle Sachen zu achten. Aber natürlich sagen wir auch immer, dass wir nicht auch nicht fehlerfrei sind. Nee. Und wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, wo wir einen Fehler gemacht haben, schreibt es in die Kommentare, gebt uns Feedback, was ihr vielleicht falsch gemacht habt. Oder auch natürlich sehr gerne auch, was euch vielleicht taktisch so eingefallen wäre, was ich vor allem am Anfang hätte ein bisschen besser machen können, um mich aus dieser
über diesen Würgegriff von dem Stormcast Charge zu befreien, um ein bisschen schneller Punkte schon zu holen. Ich wusste zwar, dass es vielleicht auch am Ende hin noch viele Punkte geben kann, aber es war schon eine deutliche Punktdifferenz mittendrin. Also es war auch schon schwierig eigentlich noch, das aufzuholen. Und natürlich auch für Manuel, wie man da irgendwo gucken kann, wie kann man Stormcast dann noch irgendwie ein bisschen anders von der Spielweise her spielen oder so. Aber auch klar, wenn ihr Armeelisten andere Vorschläge habt oder mir irgendeine bestimmte Armeeliste sehen wollt, einfach mal schreiben, mit uns in Kontakt treten. Wir gehen da sehr gerne drauf ein und spielen auch das, was ihr gerne sehen wollt. Und ja, das Wichtigste auf jeden Fall bei dem Battleplan, auch noch kurz zu kommen, ich würde bei dem Battleplan immer ein bisschen defensiver spielen. Also das war auf jeden Fall ein Fazit, weil wenn du defensiver spielst, hast du noch in der vierten Runde oder fünften Runde noch ein bisschen die Möglichkeit, was zu machen, weil man hat gesehen, Marcel hat eigentlich die meisten Punkte in Runde 4 und 5 geholt und das hat mich das Genick gebrochen. Ja. Also wenn du viel chargst, musst du den Punkt kriegen, der dir 4 Punkte gibt. Weil wenn du den einmal aber geholt hättest... Aber den hättest du bekommen. Nee. Durch den Charge nicht. Aber du hättest halt auch vielleicht auch noch eine später chargen können. Das muss man. Das hätte ich schwierig gesagt. Weißt du, was besser gewesen wäre? Ich wäre mit beiden Charge hier reingegangen. Genau, hier ist ja noch eine Flanke weg. Eine weggemacht, weil die hat mich auf den Weg gerettet. Das Spiel gerettet. Ja. Aber es gibt immer. Wir sind auch nicht fehlerfrei. Nein, nein. Ja. Wir üben und lernen ja auch alles. Und wir sind auch AOS-Anfänger. Ist jetzt ein bisschen schwierig, aber so. Manuel hat bestimmt schon die 200 Spiele hinter sich. Ja, klar. Auf dem PC. Aber wir üben und wollen euch natürlich Content bieten. Deswegen war das unser erstes AOS-Spiel auf der neuen Reihe von Mini Paradise. Und es geht immer weiter mit uns im AOS-Universum. Und wie ihr es hier auch links schon ein bisschen seht, Rotigos nicht, aber wir sind noch. Sieht man? Jawohl, das sieht man. Auch 40k kommt jetzt auch weiter. Und wir wollen mit euch gemeinsam die schöne Tabletop-Szene aufrechterhalten und vor allem Content bieten. Weil das Tabletop-Hobby ist einfach wunderschön. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!